I shall wake the warrior. Yes, willkommen im Oddcast. An meiner rechten Seite Belasch, der 187-Präsident. Und jetzt sag ich mal, auf der linken Seite ist Steiger und auf der rechten Seite Homie, mal im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke mal, wird sehr kontrovers. Dieser Podcast hier wird kontroverser als die R. Kelly Sextapes. Ich bin gespannt, habe ich euch schon vorgestellt? Ja, jetzt gerade. Guten genau. Tag. Hallo. Hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen, auch wenn der Anlass ein bisschen unerfreulich ist. Warum ist er denn unerfreulich? Dazu kommen wir gleich wahrscheinlich, ne? Naja, gut, also der junge Mann hier neben mir, der ist, was bist du eigentlich? AfD-Abgeordneter? Man nennt mich Mensch. Ja, nein, aber in deiner Funktion, du bist für die Alternative für Deutschland, stellst du dich vor die Kameras? Nicht wirklich, ich war noch sehr selten vor Kameras, ich mache sehr viel Aktivismus außerhalb, also außerparteilich, bin im Kreisvorstand, aber die Sachen, die ich heute hier sage, ich dachte, es macht mehr Sinn vielleicht, wirklich von meinem privaten Ding zu sprechen. Ich werde heute hier nicht sagen, die Dinge, die ich vertrete, sind AfD-Dinge. Nur, dass das gleich im Vorfeld gleich feststeht. Also ich spreche nicht für die AfD. Auf Nummer sicher. Ja, ich spreche nicht für die AfD, ganz kurz. Ich spreche für mich und viele der Dinge, die ich sagen werde, werden natürlich Schnittmengen haben mit der AfD und viele Dinge, die ich sagen werde, werden nichts mit der AfD zu tun haben. Wurdest du gebrieft, bevor du hierher gekommen bist? Nee, ich habe niemandem was gesagt, habe niemanden gefragt. Niemand weiß davon? Nein. Ja. Also ich möchte auch... Also morgen gibt es dann das große Parteiausschussverfahren... Genau. Ich spreche hey, hier was auch nur, du da in diesem Kiffer-Podcast erzählt hast, das geht ja überhaupt nicht. Das ich spreche nur für Melmark und Eternia, würde ich sagen. Nur Melmark und Eternia präsentiere ich. Ich dachte, auf deiner Mütze steht Raiders. Ich dachte echt Raiders, war kein Witz, Homie. Ich dachte, da stand Raiders. Steiger hat auch keine Mütze auf. Ja, sind wir entspannt. Ich dachte, ich mach's deutlich und so. Ja. Ja. Nee, also ja, aber diese Mütze trägst du ja öfters und ist ja auch so gehört ja auch zu diesem provokanten Stil, so hey, ich bin nicht politisch korrekt und Also ist natürlich eine provokante Geschichte, definitiv. Also es wäre auch komisch, wenn man es links macht, weil links ja eine normale Mainstream ist und rechts ja jetzt langsam die sogenannte Kontrakultur bildet. Was ja normal ist. Das ist ja der große Mythos. Also das, was da gemeinhin unter links verstanden wird, ist ja überhaupt nicht links. Das ist ja neoliberale Kacke, aber ist egal. Ist ja schön, dass du das so siehst. Okay. Ich bin mir sicher, das, was du als links siehst, ist wahrscheinlich, das, was ich als links sehe, ist natürlich neoliberal, so wie du gerade gesagt hast. Lass mich von vorne anfangen. Das, was du als links siehst, was echte Links, würde ich sagen, ist radikal. Ist wahrscheinlich Sozialismus, Kommunismus, würde ich wahrscheinlich dazu sagen. Anarcho-Kommunismus, richtig. Ja, das Wort finde ich super interessant. Anarcho-Kommunismus. Du verstehst den Zusammenhang, warum das für mich leicht widersprüchlich sein kann. Weißt du, warum Anarcho-Kapitalismus für mich keinen Sinn macht? Das ist halt nur psychopathisch. Okay, interessant. Ja, weil wir halt sehr wahrscheinlich verschiedene Dinge sehen. Wenn du Kapitalismus hörst oder über Kapitalismus nachdenkst, dann siehst du wahrscheinlich darin ganz andere Dinge, wie ich drin sehe. Ich sehe darin natürlich Freiheit oder die Möglichkeit für Menschen, sich aus der Armut nach oben zu arbeiten. Ja, das unterscheidet dich ja in keinster Weise von dem, was hier in diesem System ansonsten ja auch ist. Also ich verstehe jetzt überhaupt nicht, wo du da eine Kontrakultur siehst. Weil wir eine Kultur haben, in der wir eben den Kapitalismus weiter und weiter einschränken, sprich den freien Markt einschränken. So Quatsch. Natürlich. Der geht doch immer weiter. Nein. Es geht doch immer weiter, immer größer, immer schöner, immer schneller. Wollt ihr auch was sagen? Nein, alles gut. Super. Toller Einstieg. Macht weiter. Na gut, okay, also. Schön, dass wir hier sind. Warum habt ihr uns eigentlich eingeladen? Also ich sag mal, ich zitiere erstmal Ali Schwarzer. Was sie sagte, als Orgi in der Sendung war, ich danke erstmal, dass du die Eier hattest, hierher zu kommen, sagt ja Ali Schwarzer zu Orgi. Ja, wir hatten ja einfach mal, glaube ich, Homie einfach mal eingeladen, war. Und dann ist es ja wirklich entstanden, hat er sich gemeldet. Dann Steiger, du bist eingeladen. Das ist der erste politische Podcast. Ich bin auch ein bisschen verunsichert. Ich werde allen folgen, allen zusehen. Ja, und das ist ja entstanden. Ja, toll erklärt auf jeden Fall. Applaus dafür. Ich bin ja auf euch aufmerksam geworden, weil ihr ja irgendjemanden, einen Gast, über mich befragt hattet, ob er mir auf die Fresse hauen würde. Ich glaube, du hast ihn gefragt, oder?
Du hast irgendeinen Gast gefragt. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe sogar in einem Video ausgeschnitten und im Video verwendet. Das war auch der Grund, warum Leute mir euer Video zugeschickt haben und gesagt haben, ey, guck dir mal die Typen an. Deswegen habe ich euch jetzt angeschrieben. Du hast einen Gast von dir gefragt, sagt, ey, wie ist es denn, ein Typ, der links positioniert war bei euch, der politisch irgendwie. Ach so, PTK war das. PTK, genau. Ja, genau. Und da hast du ihn gefragt, so, ey, würdest du dem und dem diesen Homie, würdest du dem auf die Fresse hauen? Ja, okay. Weil der ist ja bei der AfD, aber er ist auch Flüchtling. Ehemaliger Flüchtling. Jetzt erinnere ich mich. Genau, und deswegen haben mir Leute das zugeschickt und dann habe ich euch angeschrieben. Genau. Was hat PTK dazu gesagt? Ich konnte mich daran gar nicht erinnern. Er hat mich jetzt gerade aufgefrischt, aber ich müsste das immer noch mal kontrollieren. Aber PTK ist sowieso kein besonders gewaltverherrlichender Mensch. So. Also er ist halt stark links positioniert. Du bist rechts positioniert, deswegen war es einfach nur ein Joke. Aus einem Joke ist eine Realität geworden. Du hast dich gemeldet bei Boogie und hast gefragt, kann ich vorbeikommen? Und wir sind ja nicht Leute, die in die Kamera sagen, komm mal bitte, und dann sagen wir nein und ziehen dann den Schwanz ein. Ja, aber das Ding ist halt aber, es ist aber Tatsache eine Realität, dass viele Leute gesagt haben, warum bietet ihr dem eine Plattform? So. Genau, auch vorher aus meinem Umfeld war es auch so, B hat auch Überzeugungskraft geleistet und ja, weil ich bin auch immer so, sonst immer auch, ist das gar nicht so mein Metier, so Politik. Ja, bin mal gespannt, was hier heute entsteht. Das Ding Steiger ist halt so, und ich hatten ja schon mal ein Interview, das war auch sehr kontrovers. Ich glaube, heute wird es nur kontroverser. Ja, muss auch gar nicht sein. Wir werden mal sehen, wohin sich die ganze Sache entwickelt. Aber lass mich mal ganz kurz fragen, wenn ich, also Leute haben sich bei euch vielleicht beschwert, so wie ich das verstanden habe, dass ihr mir eine Plattform gebt. Ja. Okay. Darf ich fragen, wie ihr das findet? Naja, ich finde das halt an und für sich natürlich total sinnfrei, weil sonst würdest du ja hier nicht sitzen. Wenn ich da an dieser Ideologie was, wenn ich da was von halten würde, dann hätte ich ja nicht eingeladen. Das Ding ist halt einfach nur, eine Plattform zu bieten quasi für irgendjemanden, der quasi als Generalfeind jetzt gerade gesehen wird, medial und politisch gesehen, weil du halt zugehörig der AfD bist, ist halt für mich an und für sich immer seltsam. Das bedeutet ja, dass man so die freie Meinungsäußerung und aber auch die Transparenz und so weiter dann total unter den Teppich kehrt. Also was für einen Sinn macht das denn bitte? Also, aber vor allem, wenn Markus Lanz und diese ganzen anderen Mainstream-Leute, wenn die AfD-Politiker an dem Tisch haben und mit denen diskutieren, ja, warum sollten wir dann sagen, nein, weißt du so? Du bist AfD-Politiker, deswegen bist du ausgeschlossen. Also ich bin überhaupt gar kein Fan davon, überhaupt irgendeine politische Meinung auszuschließen. Man kann über alles reden, am Ende des Tages werden wir von diesem Tisch wahrscheinlich aufstehen und du wirst deine Meinung haben, ich habe meine und wir werden uns vielleicht nicht in der Mitte treffen. Aber das spielt auch keine Rolle. Es geht einfach nur darum, dass man sich am Ende des Tages friedlich verhält, einfach mal sich austauscht und dann kannst du ja deinen Weg gehen und ich meinen. Aber vielleicht lerne ich was von dir, vielleicht lernst du was von mir. Man weiß es immer nicht, weißt du so? Das immer von vornherein auszuschließen, das ist ja, das geht ja schon fast in Richtung faschistisches Gedankengut. Was zum Teufel soll das? So, weißt du, ich bin überhaupt gar kein Freund davon. Also das, ich würde auch einen Hardcore-Nazi hier reinsetzen und mit ihm mich unterhalten, wenn es nicht irgendwelche Nachteile für unser eigenes Ding hat. Chris Ares, dieser Rapper, der wollte zum Beispiel unbedingt hierher kommen. So, haben wir drüber geredet, ist jetzt zurzeit nicht wirklich gut für uns. Weil am Ende des Tages könnten viele Sachen dort gegen uns verwendet werden, weil wir sowieso schon von der Taz als antisemitischer Podcast betitelt wurden und als Holocaust-Relativierer und so weiter. Alles bezüglich dieser Ben-Salomo-Scheiße. Und manche Sachen kann man sich da einfach nicht erlauben. Und mit dem Kopf durch die Wand geht nicht immer. Da muss man auch ein bisschen strategisch sein. Bei dir sehe ich diese Probleme, die potenziellen für unsere eigene Gefährdung gerade nicht wirklich. Deswegen bist du hier. Deswegen reden wir. Let's do it. Also das Problem ist ja eigentlich mit so politischen Würdenträgern oder mit so politisch geschulten Menschen, da geht es gar nicht da so sehr um den Austausch, sondern dann geht es ja darum, dass man seine Argumente vorstellt und einfach als Gewinner aus einer Debatte rauskommt. Deshalb ist es schwierig, mit Leuten sich vor die Kamera zu setzen, weil ein echter Austausch in dem Sinn, wie du jetzt gesagt hast, man lernt etwas voneinander, man tauscht Argumente aus, man hört einander zu, das findet ja eigentlich meistens gar nicht statt. Ja, der einzige Grund, warum ich jetzt zum Beispiel mit ihm rede, ist, er kommt hierher, er ist gar nicht richtig AfD. Im Endeffekt ist er ja überhaupt nicht AfD. Er macht es ja einfach nur aus Provokation, weil das einem bestimmten politischen, seiner Meinung politischen Mainstream widerspricht und weil er einfach gerne provoziert. Was so, hast du dazu? Das ist seine Motivation. Bist du nicht AfD? Also die Sache ist die, wenn Menschen irgendetwas machen, ist es sehr schwierig, deren tatsächlichen Motive rauszufinden. Ich weiß nicht, wie der Markus hier meine Gedanken gelesen hat. Aber nee, wenn du kommst hierher und sagst erstmal, ey, ich bin gar nicht AfD, ich spreche hier überhaupt nicht für die AfD, ich bin hier gar nicht verantwortlich, weil ich komme hier als Privatperson her. Ja? Das heißt, so wenn er jetzt ein richtiger AfD-Funktionär wäre, wäre auch in seiner Funktion hier. Lassen wir ihn mal erklären. Natürlich. Erzähl mal. Ich denke einfach nur, wenn ich mich persönlich selbst, also wenn ich als AfD-Funktionär hier wäre, würde es ein ganz anderes Setting sein. Dann würdet ihr dieses
ich sage einfach mal, diese vorgefertigten standardpolitischen Sätze hören, die ich euch nicht geben will. Ich will euch meine ehrliche Meinung geben und die Meinung, wo ich sage, und deswegen bin ich auch bei der AfD oder bestimmte Dinge, die ich bei der AfD zum Beispiel selbst nicht gut finde. Aber man kann schon sagen, dass du ein aktiver AfD-Politiker bist, im Kreisverband oder wie? Oder wie läuft das bei euch? Ja, ich bin im Kreisvorstand, bin ich jetzt gerade, aber das ist jetzt nicht so eine große Sache. Aus welcher Stadt? Rhein-Neckar-Kreis. Im Rhein-Neckar-Kreis. Okay. Also genau, da okay. Bin ich im Vorstand. Aber du bist ursprünglich aus Heidelberg. Korrekt. Ja, genau, okay. Aber man kann doch nicht sagen, dass er nicht AfD repräsentiert, nur... Ganz gut, wenn ich da kurz ansitzen darf. Okay, das Komische ist aber jetzt gerade, dass er mir jetzt gerade auch mein Motiv, oder dass du mir jetzt gerade mein Motiv erklären willst, oder dass du mir sagen willst, der Grund, warum ich jetzt gerade bei der AfD ein bisschen mitmache, ist, weil ich provozieren will. Du weißt doch gar nicht du kennst gar nicht meinen Weg, wie ich dazu gekommen bin. Das kennst du gar nicht. Ich weiß gar nicht, was für Prozesse ich durchgemacht habe, bis ich gesagt habe, okay, AfD. Aber trotzdem sagst du mir das, ja, den Typen, den sehe ich, es kann nur einen Grund geben. Einen anderen Grund kann es bei dir nicht geben, außer dass du provozieren willst. Ich sehe ja die... Ich beurteile dich ja nicht, weil ich dich jetzt einfach so gesehen habe. Wie häufig haben wir uns noch mal gesehen? Das erste Mal, oder? Ich habe ein paar Videos von dir angeguckt und da gibt es ein gewisses Muster. Du wehrst dich gegen diesen politischen Mainstream, du wehrst dich gegen eine Art von politischer Korrektheit, du möchtest da nicht einsortiert werden, dafür stehst du dann auf und du bist für ein freiheitliches Wirtschaftssystem und denkst, dass wir in einer Art Prä-Sozialismus leben und da passt halt die AfD halt einfach ganz gut rein. Okay, ganz kurz mal. Eine ganz, ganz konkrete und direkte Frage. Jawohl. Bist du Vollblut-AfD-ler? Also bist du total überzeugt von dem AfD-Wahlprogramm, von der politischen Agenda und so weiter und siehst du dich selbst als Vollblut-AfD-ler? Also ich bin auf jeden Fall Vollblut-AfD-ler, aber es gibt einen kleinen Punkt. Man wird keinen einzigen Politiker finden, der sagt, 100% jeden Punkt stimme ich zu. Das wirst du nicht finden. Es gibt einige, die sagen, ja, okay, da sollte mir vielleicht mal irgendwann mal... Aber ist das nicht in jeder Partei so? Ja, natürlich, genau. Aber ich will 100% bin ich bei der AfD. 100% okay. Bin ich da. Aber du bist wahrscheinlich durch Lucke zur AfD gekommen. Am Anfang ja, natürlich. Ja, natürlich. So, wenn jetzt der völkische Flügel die AfD übernimmt mit Björn Höcke, ist das dann noch deine politische Heimat? Ich habe gerade vor 3 Tagen ein Video gemacht. Warum Björn Höcke kein Faschist ist. Genau, bei dem ich ihn verteidigt habe. Ja. Genau. Vor allem, weil er auch gute Sätze gesagt hat, wie zum Beispiel, dass man Asylanten, die tatsächlich bestätigt wurden, die genehmigt wurden, dass man die auch in Deutschland hier lassen sollte und dass man die auch integrieren sollte. Die Position, die vertrete ich auch wie Höcke. Ich vertrete auch die Position wie Höcke, dass wir ganz Afrika die Schulden erlassen sollten. Das glaube ich auch. Sollten wir auch aufhören, nach Afrika Waffen zu liefern? Sollten wir aufhören, Rohstoffe aus Afrika zu importieren? Sollten wir aufhören, Rohstoffe aus Afrika, natürlich sollten wir das nicht machen, weil Afrika das Geld braucht. Die sollen uns ruhig ihre Rohstoffe verkaufen. Das ist gut für Afrika. Die sollen Geld bekommen. Und dann sollen sie die fertigen Waren wieder von uns kaufen. Das ist das große Problem. Ja. Wenn die hier subventioniert produziert werden, das heißt super billig, werden die Untermarktpreise dort natürlich verkauft. Und die werden dort niemals mit uns konkurrieren können. Das heißt, wir zerstören dadurch natürlich die Wirtschaft. Solange du Rohstoffe hast, kannst du niemals konkurrieren, weil du dann immer nur die Rohstoffe hast und dann zahlst du halt den, der mit der Kalaschnikow auf den Rohstoffen sitzt. Rohstoffe sind kein Produkt, mit dem man eine kapitalistische Ordnung aufbauen kann, so wie du dir das vorstellst. Die Rohstoffe selbst sind erstmal nichts wert. Die müssen verarbeitet werden. Stimmst du mir doch zu wahrscheinlich, oder? Ein Rohstoff selbst hat jetzt erstmal keinen großartigen Wert. Dieser muss erstmal verarbeitet werden. So, jetzt ist das Problem, dass es in Afrika diese Infrastruktur zur Verarbeitung der Rohstoffe gar nicht gibt. Genau. So, der bessere Deal für die Afrikaner ist, entweder machen sie gar nichts mit den Rohstoffen, weil sie die nicht verarbeiten können, was das Problem ist, weil Afrika eben noch gar keine Industrialisierung noch nicht wirklich, also flächendeckend noch nicht wirklich durchgemacht hat. So, jetzt könnten sie entweder auf den Rohstoffen sitzen oder entweder eine Industrialisierung starten, die immer wieder gescheitert ist. Immer wieder ist die gescheitert. So, das hat was mit dem Tribalismus zu tun, der dort sehr stark vertreten ist. Das hat etwas damit zu tun mit Panafrikanismus. Und das hat aber auch etwas mit den, mit deren Kultur auch von dort zu tun. Das hat auch was mit Kolonialismus zu tun. Nein, eben nicht. Natürlich. Selbstverständlich. Nein, natürlich. Wenn du natürlich 400 Jahre lang irgendwelche Leute ausbeutest und sie dann irgendwie in den 60er Jahren in die Freiheit entlässt und dann gleichzeitig eine Weltwirtschaftsordnung durchsetzt, in der die einen halt einfach wie FC Bayern spielen, die anderen wie die Behindertenmannschaft, dann kommst du zu keinem gerechten Ergebnis. Okay, und das ist die Realität auf dem Weltmarkt. Okay, dann lass mich kurz fragen. Ich glaube, wir sind uns beide einig, Kolonialismus unmoralisch. So, okay, die haben den einfach Land weggenommen, unterdrückt.
Okay. Ja, die haben auch Grenzen gezogen, die heute noch Nachwirkungen ziehen. Ja, also das, ja, was du als Tribalismus bezeichnest, das ist ja eigentlich nur dann ein Problem, wenn die Grenzen millennial, und du kennst die Grenzen von Afrika, du kennst die Grenzen von Afrika natürlich, nehme ich mal an, ja, dann siehst du, dass die millennial durchgezogen wurden. Und das macht diese Probleme heute noch. Das ist hat auf jeden Fall für viele Grenzkonflikte gesorgt, zu 100%, stimmt das so. Beziehungsweise fast in allen Bereichen. Auch zu ganz vielen ethnischen Konflikten innerhalb der Staaten. Nochmal. Auch zu ganz vielen Konflikten innerhalb der Staaten. Also Ruanda zum Beispiel, das ist ein postkolonialer Konflikt gewesen, ja, weil die Belgier einfach die Leute anders eingeteilt haben. Die Deutschen haben angefangen damit. Genau. Deutschland hatte Kolonien, Italien hatte Kolonien und so weiter und so fort. Jetzt hast du gesagt, die haben sie ausgebeutet. Okay, Eritrea war zum Beispiel eine italienische Kolonie, die haben sie ausgebeutet. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Europa war verschuldet. Europa war massiv verschuldet, ich meine, so ein Krieg ist verdammt teuer. Was haben die gemacht? Sind die dann nach Afrika, haben sich von ihren Kolonien all die Rohstoffe und die Gelder geholt? Nein. Die haben auf einen Schlag, haben die europäischen Länder ihre Kolonien aufgegeben. Warum? Weil die Geld kosten und nicht Geld bringen. Kolonien zu haben, Imperium zu haben, ist kein, ist jetzt nicht, das kostet Geld, das ist ein totales Minus. Genauso wie die Sklaverei irgendwann mal aufgegeben wurde, weil die Sklaverei nämlich kostet. Ein Sklaven musst du erhalten, weil er dein Eigentum ist, einen Arbeiter kannst du entlassen und dann interessiert sich auch nicht mehr. Also Sklaverei. Also der Kapitalismus ist die bessere Sklaverei. Weil es dich noch nicht mal das kostet. Ich muss mal ganz kurz hier einlenken, dass die Sache nicht zu sehr detailverdrossen hier wird. Genau, ja. Wir müssen auch. Also, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu spezifisch werden, weil wir einfach die Zeit dafür nicht haben. Aber das ist schon mal eine interessante Diskussion jetzt gerade. Was mir jetzt gerade einfach auffällt, ist, dass du eine Position hast, die wahrscheinlich eher zuzuordnen ist zu dem wirtschaftlichen Flügel der AfD. Um die 100%. Nicht wahr? Weil eure Partei scheint ja so ein bisschen geteilt zu sein. Ich will es gar nicht mehr so sagen. Also, ich sage jetzt zum Beispiel, ich würde Höcke niemals als. Ich würde ihn nicht als Faschist bezeichnen, 100% nicht. Ich habe ihn nicht als Faschist bezeichnet, nein, übrigens. Ich meine es generell. Ich meinte, völkischer Nationalist. Und dass er ein Nationalist ist, das hast du gesagt. 100% richtig. Das hast du gesagt, er ist ein Nationalist. Und er hat ein völkisches Verständnis von dem, was ein Deutscher ist. Genau, aber das geht jetzt gerade. Das ist das Völkische. Und da gehörst du nicht dazu. Ganz kurz mal. Das ist aber eine Sache, die ist jetzt gar nicht so richtig relevant, weil du hast weder gesagt, dass er ein Faschist ist oder nicht, aber das Gerichtsurteil hat es beschlossen. Nein. Hat er beschlossen, dass er als Faschist betitelt werden kann, oder? Das Gerichtsurteil hat nur festgestellt, dass im Rahmen der Meinungsäußerung eine Person des öffentlichen Lebens als Faschist bezeichnet werden darf. Das ist ein Urteil für die Meinungsfreiheit im Bezug auf öffentliche Personen. Das ist kein Urteil, dass er de facto ein Faschist ist. Also ich habe aber eine Pressekonferenz gesehen, wo er vorne stand und er wurde dort auch aus den Publikumsreihen von Journalisten gefragt, was er denn davon hält, weil das Gericht ihn als einen Faschisten betitelt hat. Ja, durch aber das ist etwas, wahr oder nicht? Das ist etwas, das nutzen dann Leute wie er immer aus und sagen, ja, seht ihr, da werden die Fakten verdreht und so weiter und so fort. Also deshalb muss man da auch wirklich bei der Sache bleiben, aber bitte. Ganz kurz, Nationalist und völkisch, hast du ja eben gesagt. Bin ich kurz Eigentlich schon aus dieser ganzen Nummer raus. Was mich einfach nur interessiert, ist halt diese Teilung der AfD, ja? Wenn man sie jetzt pauschal betrachtet und ein bisschen einfacher erklärt, weil man darf nicht vergessen, wir haben jetzt als Hauptzielgruppe dieses Podcast jetzt auch nicht so 40, 50-Jährige, die jeden Tag irgendwelche politischen Bücher lesen. Ja? Mhm. Deswegen muss man auch ein bisschen so, ne? Okay. Auf jeden Fall. Was mir auf jeden Fall durch die ganze Recherche aufgefallen ist, dass halt öfters gespalten wird, und zwar in das Lager AfD, und zwar von den Leuten, die halt den Wirtschaftsflügel bedienen, und die anderen Leute, die halt sehr nationalistisch unterwegs sind und so weiter. Natürlich gibt es da auch eine Schnittmenge. Was mir einfach nur auffällt bei dieser ganzen AfD-Diskussion ist halt, dass es einfach immer wieder der Fall ist, dass davon geredet wird, was für ein bunter Haufen das ist. So. Natürlich, bei uns, wir sind ein Kanackenhaufen, wenn ich es mal auf Deutsch, also wenn ich es mal direkt sage. Okay, was für einen Sinn macht jetzt Kanackenhaufen in dem Kontext? Alter, ich sage das absichtlich. Ich sage das natürlich gut, absichtlich. Gut, okay, dann ignorieren wir den, das brauchen wir jetzt nicht näher, da brauchen wir nicht näher eingehen. Du bist ein Rapper, du willst schocken mit deinen Sprüchen. Natürlich. Nee, die AfD ist halt sehr provokant. Natürlich, und du merkst halt, du doch auch gerade, ich habe eine Kappe auf, ich benutze solche Wörter. Aber diese Provokationslinie der AfD ist ja nichts anderes als Marktstrategie. So. Gut, dass du das erkennst. Du merkst doch, dass ich jetzt nicht damit meine, dass das Untermenschen sind. Du weißt das ja.
ja. Verstehst du? Nee, ihr seid das Pro-Wrestling der Politik einfach. ihr seid Vince McMahon und die WWF so, weißt du so? Ja, bitte, also, Ultimate Warrior, wenn schon hier. Aber du weißt, was ich meine. Also dort werden halt einfach gezielt irgendwelche Sachen benutzt, die halt einfach wie mal viral gehen können. Wie so, zum Beispiel weißt du so? Kopftuchmädchen. Euer Vorsitzende, eure Fraktionsvorsitzende steht im Deutschen Bundestag und sagt irgendwie alimentierte Messermädchen, Messermänner und Kopftuchmädchen. Das ist eine Beleidigung. Kopftuchmädchen ist eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung, wie sie es gesagt hat. Es ist ein rassistischer Terminus. Das ist eine Beleidigung einer ganzen Generation. Warte mal, lass mich nur ganz kurz ausführen. Ja? Einer ganzen Generation junger Mädchen, die wahnsinnig viel für dieses Land tut, indem sie Ausbildung macht, indem sie wirklich in Pflegeberufe reingeht und so weiter und so fort. Ich finde es eine Frechheit, wirklich so. Ich war in solchen Schulen für Pflegeberufe, da sitzen dann diese Kopftuchmädchen und ich wünsche Alice Weidel wirklich, dass sie irgendwann mal im Krankenhaus sitzen und von einem diese Kopftuchmädchen gepflegt werden muss und dann die sie dann entweder nicht haben will. Warum sagt man sowas? Was ist der Hintergrund? Welches Ziel hast du? In welchem Kontext ging das bei der Rede? Hä? Ging es tatsächlich um die die Islam oder die muslimischen Leute, die hier bereits ewig leben? Was kommt denn da an bei den Leuten, wenn so ein Satz gesagt wird? Es ging um die Einwanderung beziehungsweise um die illegale Einwanderung. Darum ging es. Und es ging darum, dass es tatsächlich, auch wenn es nicht direkt so in dem Sinne gesagt wurde, und es ging um die Islamisierung. Kopftuchmädchen soll natürlich auf das Problem der Islamisierung im Westen hindeuten. Wir sind hier in Deutschland tatsächlich ein christliches Land. Natürlich tolerieren wir den Islam in einem gewissen Rahmen, aber der Islam bringt auch Probleme mit sich. Man müsste sich nur jedes islamisches Land anschauen. Aber du redest ja auch nicht vom Dritten Reich, von christlichen Ländern. Das ist immer so wahnsinnig. Ja. Da muss ich sage ja einfach, ich bin ja DLR, die Langwitzer Rosettenschlemmer. Wir sagen, tust du Politiker im Sackhaus drauf, triffst den Richtigen. Aber das sehe ich dann doch wahnsinnig anders. Also, weil man kann ja auch im Dritten Reich hätte man nie gesagt, dass Stalin, Hitler halt, weil die Landesreligion der Christentum war, hat man auch nicht von. Ich finde das Wort schon islamischer Terror gefällt mir nicht. Ja. Ja, aber pass auf. Und mit dem Kopftuch eigentlich. Ich würde auch jetzt niemals all die Leute über einen. Ich finde es auch nicht gut, wenn man die Aldi über einen Kamm schert, okay? Aber weiß aber nicht, jeder hat doch, ganz kurz, aber man weiß doch, so von jedem gibt es Hurensöhne. Kopftuchmädchen? Ja, da wird eine ganze Generation. Da wird eine ganze Generation. Ey, es geht darum, dass wir keine dominante islamische Kultur in Deutschland haben sollten. Es gibt Leute, die sind anderer Meinung. Die sagen, hey, der Islam ist perfekt und passt sich an Deutschland gut an. Aber was hat es damit zu tun, dass man diesen Begriff Kopftuchmädchen nimmt, um zu provozieren? Und vor allem auch noch aus diesem kritisierten islamischen Weil Bereich. Weil das Kopftuch ein Zeichen für Unterdrückung ist. Ganz kurz, das ist das große Problem. Du kannst natürlich sagen, nein, das Kopftuch, ich bin frei mit meinem Kopftuch. Also frag die Frauen im Iran, die geprügelt, gefoltert werden, nur weil sie ihre Kopftücher abziehen. Dann müsstest du auch den Tanga verbieten. Ich sage, statistisch gibt es mehr Frauen, die in einen Tanga reingeprügelt werden, als in ein Kopftuch. Und es gibt Frauen, die gerne ihren Tanga tragen und zweifle ich an. Warte mal ganz kurz. Mein Punkt ist einfach nur, weißt du, wenn man das als Provokation benutzt und das als. Es geht nicht um. In dem Fall ist es. Pass auf. Aber warte, du unterbrichst du. Tut mir leid, du hast. Das ist nicht so diskutiert. Das mache ich, das ist schon mein Trick. Genau. So, guck mal, das Ding ist halt so, vor allem die Kopftuchmädchen sind ja die Gruppe, sage ich mal, der islamischen Bevölkerung, die ja am wenigsten A, irgendwas damit zu tun haben mit den Sachen, die von euch quasi angeprangert werden, wie zum Beispiel die Messermänner oder Kriminalität oder keine Ahnung was. Ist jetzt eure Meinung, dass diese Leute angeblich alle unterdrückt sind und das irgendwie und selbst aus Zwang machen? Selbst für illegale Migration sind die Kopftuchmädchen nicht verantwortlich. So, das Kopftuchmädchen an und für sich, das Kopftuchmädchen an und für sich ist die angreifbarste Säule der islamischen Familienstruktur. Weil das sind meistens die sich am krassesten beleidigt fühlen, die dann Komplexe bekommen, die traurig werden und so weiter. Damit kann ein Kerl ein bisschen besser umgehen. Aber alleine auch rein aus Erfahrung, die Kopftuchmädchen, die ich kenne, ja, die sind sehr sensibel und die gehen auch mit strukturellem Rassismus um, seit sie hier in Deutschland unterwegs sind. Sehr viele von denen. Hast du eben strukturellen Rassismus gesagt? Definitiv. Was sonst? Ich bezweifle die Existenz von strukturellen Rassismus in Deutschland. Check den Track von Bela Schreiber. Das heißt nicht, dass es kein Rassismus gibt, aber strukturell. Lassen wir mal das strukturell weg, damit wir uns daran nicht aufhängen können. Genau. Rassismus, Alltagsrassismus, was auch immer, spielt keine Rolle. So, weißt du, es ist einfach Realität. Ich bin hier in Kreuzberg aufgewachsen, aber ich bin gelandet in Metzingen.
zugezogen, maskulin. Okay. Auf jeden Fall ganz viele Sachen erlebt in der Hinsicht. Und ich habe ganz viele traurige kleine Mädels entdeckt. Ich habe ganz viele wütende Jungs entdeckt. Okay. Und das ist halt das Ding, was man bei diesen Menschen auslöst, indem man diesen Begriff einfach benutzt, um einen politischen Kampfwahlkampf zu führen quasi. Ja, also Kampfwahlkampf war jetzt doppelt geboppelt. Alles gut. Ist halt an und für sich einfach nichts anderes für mich als A, Provokation. B, man will einfach eine Reaktion aus dem Volk heraus haben. Und C, man möchte sich einfach nur wirtschaftlich, aber vor allem marketingtechnisch irgendwie wichtig machen, weil man ganz genau weiß, dass es überall geteilt wird. Du überschätzt, glaube ich, den Marketingaspekt in dieser Sache. Meinst du? Ja, und du unterschätzt das Problem, die kulturellen Probleme, die wir sehen. Aber kannst du verstehen, dass sich diese Gruppe, diese Kopftuchmädchen, was das angeht, halt einfach total in die Ecke gedrängt fühlen, traurig werden und so weiter und dann in diesem Alltag das sich widerspiegelt, in deren tatsächlicher Realität? Also man fühlt sich auf jeden Fall ausgeladen. Also nach dieser Rede fühlt sich keiner irgendwie eingeladen, irgendwie, um zu sagen, hey, es ging um Deutschland illegale Einwanderung, die wir als... Was hat das mit Kopftuchmädchen zu tun? Genau. Pass auf. So, die Leute, die hier illegal reinkommen, meistens Männer, nur mal so. Aber die bringen später natürlich ihre Frauen auch mit. Diese, was aber es gibt doch einen riesigen Teil von Deutschen, die jetzt seit den 60er, 50er, 70er Jahren hier sind. Was war das für eine Was war das für eine Einwanderung? Die wollten wir unbedingt haben. Das waren die Gastarbeiter. Aber warum dein Kollege sagt, wir wollten Gastarbeiter und bekamen Gesindel. Das sagt dein Parteikollege. Ja, und manche sagen viel Bullshit. Stimme ich dir zu. Aber das ist das AfD-Ding. In so einer Partei kann man nicht sein. Nein, guck mal, das AfD-Ding ist halt, was ich am Anfang kritisieren wollte. Soll ich jetzt Zitate auspacken aus dem links-grünen Bereich? Das ist jetzt nicht so wichtig. Gut. Weil, ganz ehrlich, das AfD-Ding ist halt, man kann sich das halt immer sehr einfach machen, indem man sagt, wir sind so ein bunter Haufen, ich kann mich mit seiner Meinung nicht identifizieren, ich kann mich mit seiner Meinung nicht identifizieren. Jetzt kommt einer und erzählt irgendwas Bescheuertes und dann kommst du um die Ecke und sagst, aber das ist nicht meine Meinung. Nein, das ist immer sehr einfach. Wir haben ein Parteibuch, okay? Wir haben ein ganz normales Programm. Daran versuchen wir uns immer zu halten. Natürlich, zum Beispiel gab es vor kurzem diese Geschichte, Nürnberg habt ihr vielleicht mitgekriegt, irgend so ein Weihnachtsmarkt, aber so ein Mädchen, was ein Mischlingsmädchen war, okay, halbschwarz oder irgendwas, und die hat das Christkind gespielt. Irgendein dummer AfDler hat dann gemeint, ja, sieht so das Christkind aus oder irgend so ein Scheiß. Vollidiot, sag ich ganz offen, totaler Vollidiot, okay. Der ist draußen. Der ist aus der Partei draußen. Und ich denke, sowas, wir müssen uns da auch immer ausgrenzen. Und ich sag ganz offen, ganz kurz. Wir haben natürlich, wir gehören zu einer Partei, die, was das angeht, noch Probleme hat. Das sage ich ganz offen. Aber warum schmeißt Weidel dich da nicht raus? Wegen was? Naja, weil du sagst, Neger ist okay als Begriff und sie sagt, wir nehmen Maßnahmen vor, wenn wir hören, dass ein AfD-Politiker dieses Wort allein in den Mund nimmt. Okay. Das kommt in derselben SDRGF-Dokumentation vor, die eigentlich quasi um dich ging, wo sie dann die Alice Weidel danach befragt haben. Du sitzt dann im Auto und sagst, Neger sagen ist total in Ordnung, warum regt sich überhaupt einer darüber auf? Also, dann wird sie gefragt, ist es in Ordnung, wenn ein AfD-Politiker das Wort Neger benutzt? Ist es ein problematischer Begriff? Sie sagt, absolut, und wir werden Maßnahmen dagegen ergreifen. Warum bist du dann noch da? Da musst du sie fragen. Da musst du sie tatsächlich fragen. Okay, weißt du, aber da merkst du ja schon, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, oder? Nein. Ich glaube jetzt nicht wirklich. Wenn sie damit Probleme hat, kann sie es machen. Jens Meyer hat, glaube ich, das Wort Halbneger verwendet. Wenn ich es noch wüsste, Bundestagsabgeordneter von der AfD. Das Wort Neger sehe ich nebenbei, das wurde auch rausgestellt. Habe ich selbst gesagt, es hat einen negativen Beigeschmack. Es hat tatsächlich Es hat tatsächlich einen schlechten Beigeschmack, okay? Das gebe ich ganz offen zu. Allerdings, wenn wir nach der Definition des Duden sehen, ist es nichts weiter als die Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe. Es ist aber ein altes Wort, so ein altes Wort, dass man auch den Kontext sehen kann, von wegen, in dieser Zeit hat man die Menschen ja als Untermenschen und Mindermenschen gesehen. Und viele nehmen dann auch häufig die Assoziation dahin. Ich weiß noch, in der Schule, in der Steuerung F-Doku habe ich das ja auch erzählt, hat mich mein Lehrer ganz beiläufig so angesprochen. Der Mann war ein Kommunist, ein überzeugter Kommunist. Der war niemals irgendwie ausländerfeindlich oder sonst irgendetwas. Er hat das einfach nur beiläufig so gesagt, weil er damit aufgewachsen ist, halt die ältere Generation. Ich denke nicht, dass wir die Sprache so verändern müssen, dass die Leute immer kleinere und weniger Sachen sagen dürfen, sagen, oh, das ist jetzt sexistisch, das ist jetzt rassistisch, das ist jetzt sonst irgendwie antisemitisch. Aber alle gewöhnen sich an das Wort Telefon und sagen nicht mehr Fernsprecher. Also ich meine, Worte verändern sich und wenn die betroffene Gruppe einfach irgendwann mal sagt, hey, wir wollen nicht mehr so genannt werden, dann hat man das doch zu respektieren. Ja, aber es ist doch überhaupt kein Problem, oder? Okay, also, pass auf. Natürlich was macht man denn da jetzt irgendwie so ein Fass auf? Also die ganze Zeit benutzt man irgendwelche neuen Worte. Hier ist die Sache, offensichtlich rassistischer Begriff. Ist es zu leugnen, dass wenn du jetzt hier durch die Straße gehst, 85 Millionen Leute und den Begriff Neger benutzt, dass die meisten von denen den als rassistisch empfinden würden? Laut Umfrage eben nicht. Umfrage hat das CDF die haben die damals veröffentlicht. Beziehungsweise das wäre ja ein Armutszeugnis. Das würde ja den 36% haben damit ein Problem.
Okay. Und ich glaube, 30% und 32% irgendwie verwende ich nicht, stört mich aber nicht und die anderen irgendwie, ist auch so Wayne. Oder beziehungsweise sage ich selbst auch. Genau, also es sind nur tatsächlich 36%, die damit ein Problem haben in Deutschland. So. Aber trotzdem, das Problem, warum wir sagen, nee, wir sollten jetzt nicht unbedingt uns die Sprache so stark diktieren lassen, ist, weil wir den Verdacht haben, dass es hier eine Beeinflussung der Sprache gibt aus einem bestimmten politischen Spektrum. Das heißt, wenn man jetzt das XY oder irgendein bestimmtes Wort jetzt nicht mehr sagen soll, dann heißt es, geht es nicht von wegen darum zu sagen, hey, die wollen unbedingt was Rassistisches sagen oder Ähnliches, sondern es geht darum, dass wir auf einmal bestimmte politische Position übernehmen sollen. Und zufällig die Worte, die wir verwenden sollen, sind immer schön inklusiv, tolerant und sonst irgendetwas. Angeblich. Aber gibt es da nicht eine große Strömung in der AfD, die sich eigentlich quasi distanzieren will von den Begriffen rechtsradikal, rechtsextrem? Natürlich, oder, sollten so, die auch. Aber in dem Augenblick, dann, wenn man sowas vorhat, dann sollte man doch erst recht ein bisschen sensibler mit so einem Scheiß umgehen, oder verstehe ich natürlich, das falsch? Natürlich. Das ist doch kontraproduktiv für euer eigenes Marketing. Nur mal so, wenn man das Wort verwendet, im Großen und Ganzen ist es natürlich problematisch. Das musst du verstehen, in der Sendung wurde ich ja unter bestimmten Dingen auch gefragt, warum. Die Kanacke. Stell dir mal vor, ein Weißer von euch hätte das gesagt. Wäre ganz anders, oder? Wenn ein Weißer das gesagt hätte, ja, natürlich hat das was damit zu tun. Das ist doch vollkommen klar. Natürlich hat das was damit zu tun. Ich bin selbst nur mit Ausländern aufgewachsen. Was glaubst du? Jetzt tun wir nicht so, vielleicht ist es ja bei euch ja anders, aber bei mir, mit den Leuten, wo ich aufgewachsen bin, natürlich haben wir über die Herkunft Witze gemacht. Natürlich hat, wenn der eine irgendeinen dummen Spruch gesagt hat, halt die Fresse, Kanacke. Das war vollkommen normal bei uns. Wir waren als Kinder und Jugendliche, waren wir eben nicht politisch korrekt. Jetzt tun wir natürlich so, als ob sich jeder immer toll verhält. Dass wir immer sagen, ey, Gold, Kartoffel, halt die Fresse. AfD-Politiker oder sich ein Politiker im Bundestag hinstellt und das Wort Kanacke benutzen würde, dann wäre es fatal. Dann wäre es auch eindeutig ausladend gemeint. Ich meine, das, was du jetzt gerade machst, gemacht werden. Das, was du jetzt gerade machst, ist irgendwie so, ich erzähle jetzt Geschichten aus der Kindheit und da haben wir das auch gesagt und dann waren wir alle irgendwie Brüder und untereinander und so weiter und so fort. Ich hatte ein Rap-Label, wir haben das N-Wort auch benutzt damals. Ja, weil es einfach Leute bei uns im Club gab, aber als wir dann Tapes verkauft haben und außerhalb von Berlin gehört wurden und Leute auf uns zukamen und gesagt haben, das Wort ist uncool, dann haben wir es einfach auch sein gelassen. Das kann man ja auch so akzeptieren. So. Genau. Und das, was ihr macht, ja, was? Diese Art von Kulturkampf, die ihr führt, die hat einfach handfeste Reaktionen. Ja, das führt in diesem Volk einfach dazu, dass es halt eben auch eine ausladende Stimmung gibt und keine integrative und einladende Stimmung. Verstehst du? Und wenn du jetzt einfach die ganze Zeit darüber sagst, also darauf willst du ja hinaus, guck dir islamische Länder an, guck dir das an, wie das dort läuft. Ja, dann fahr da mal hin und dann wirst du feststellen, diese Gesellschaft dort ist wahnsinnig divers. Auch die iranische Gesellschaft ist wahnsinnig divers. Auch dort gibt es wahnsinnig progressive Leute. In Syrien gibt es wahnsinnig progressive Leute. Es gibt Teile von Syrien, da waren bis vor kurzem noch gemischtgeschlechtliche Bürgermeisterinnen, Vorstände von den Gemeinden. Jetzt ist die Türkei da reingerockert. Übrigens eine NATO-Armee, die von Deutschland mitfinanziert wird und hat dieses Projekt beendet. Ja, es gibt auch in islamischen Ländern und auch unter Muslimen ganz fortschrittliche Ideen. Und das nicht zu akzeptieren und das über einen Kamm zu scheren mit einer Bemerkung, alimentierte weißer Männer, Kopftuchmädchen. Das ist einfach der Stil von euch und der geht halt einfach auch nicht klar. Und wenn ich mich damit beschäftigt habe, auch ganz kurz, habe ich auch wenig Lösungen gefunden, eigentlich nur Feindbilder produzieren. Das sehe ich bei anderen Parteien genauso. Mhm. Aber in erster Linie geht es da um Feindbilder erschaffen und es ist eh immer leicht, so auch also, dann als eine Lösung dann schnell ein Feindbild an die Wand zu klatschen. Also so es ist natürlich einfach, ein Feindbild aufzumachen. Also, ganz offen. Nichtsdestotrotz ist es das Problem, was wir tatsächlich haben, ist, dass die meisten Menschen die Programme nicht lesen von uns. Und wenn wir irgendwo eingeladen werden, wie auch jetzt, wird dann über irgend so einen Schwachsinn diskutiert, anstatt über unser Programm zu sprechen. Ich glaube, wir sind die einzige Partei in Deutschland, die Mehrwertsteuer um 7 Prozentpunkte senken will. Wir wollen eine Vereinfachung des Steuersystems, wir wollen bei der Bildung ein bisschen aufräumen. Es gibt viele Dinge, über die wird nie gesprochen, aus dem wirtschaftlichen Aspekt, die dafür sorgen würden, dass wir einen Wohlstand hätten, also einen deutlich größeren Wohlstand hätten. Aber darüber wird nicht gesprochen, weil ihr seid ja angeblich ausländerfeindlich, weil wir keine illegale Masseneinwanderung in unsere Sozialsysteme wollen. Angeblich ausländerfeindlich. Aber angeblich? Natürlich. Es gibt einen Unterschied zwischen zu sagen, hey, illegal dürfen Millionen von Menschen kommen und die dürfen auf Steuerzahlerkosten hier leben. Das ist ein ganz großer Unterschied. Illegal kommen nicht so wahnsinnig viele Menschen in dieses Land.
Ja? Also, die Zahl der Genehmigten. Wie groß ist denn die Zahl der genehmigten Asylanten in Deutschland? Wie groß ist sie denn seit 2015? Ich weiß, da rechnet ihr dann irgendwie runter und dann ist das irgendwie 1% und das wären dann 30.000. Mit 30.000 hätten wir kein Problem. So, ich mache jetzt eine ganz andere Rechnung auf. Selbst wenn es 2 Millionen sind, selbst wenn es 10 Millionen sind, in einer Gemeinde, in der 80 Menschen wohnen und es kommt einer dazu. Ja. Dann ist es kein Problem. Es kommen zwei dazu, dann ist es kein Problem. Und selbst wenn 10 dazukommen würden, wäre es kein Problem. Mhm. Ja, bei 80 Millionen ist plötzlich irgendwie der Untergang des Abendlandes und hier, man kann es überhaupt nicht mehr aushalten, man kann das überhaupt nicht mehr verkraften. Ja, das ist halt wirklich. Du meinst dann, also, dadurch aufgrund der Menge, also vom wir sind 82, 83 Millionen müssten wir gerade aktuell sein. Genau. Und jetzt sind es circa 2-3 Millionen sind hier. Oder selbst wenn 10 Millionen kommen, sagst du, das ist eine Aufgabe, die wir tatsächlich schaffen. Wir schaffen das. Richtig? Natürlich. Gut. Du bist natürlich bei Merkel. Ich verstehe schon. Nein, ich bin da überhaupt nicht bei Merkel. Weil, das ist doch ein Spaß gewesen. Nein, das merkst du doch. Nein. Ja, klar, natürlich. Bei dir ist alles immer ein Witz. Und nichts ist ernst gemeint. Aber weißt du, diese Geschichte, dass Merkel die Flüchtlinge reingelassen hat, das ist halt eben auch ein Märchen. Das stimmt halt überhaupt nicht. Die Länder Italien, Spanien und Ungarn, die sind übergelaufen. Ja, Deutschland hat jahrelang mit seiner Asylgesetzgebung dafür gesorgt, mit der Dublin-Gesetzgebung gesorgt, dass diese Flüchtlinge nicht umverteilt werden. Ja, die haben die schön am Rand von Europa gelassen. Diese Länder sind übergelaufen, was man hätte tun müssen und das, da bist du vielleicht irgendwie, darüber können wir mal reden, wie man diese illegale Einwanderung denn irgendwie bekämpfen möchte. Da hätte man schießen müssen. Ja, man hätte an den Grenzen schießen müssen. Und diese Bilder wollte Merkel nicht produzieren. Und das hatte noch einen anderen Grund. In Europa. Dass auf sie geschossen wird, wird doch verlangt von der AfD. Ja, also teilweise. Beatrix von Storch hat gesagt, im Notfall muss man auch schießen. Ja, was mich aber auch gehört hat. Aber es gibt noch einen Grund, warum Merkel das damals gemacht hat, 2015. Im ersten halben Jahr war sie nämlich in Europa der Buhmann. Ja? Da hatte sie nämlich Griechenland und Spanien irgendwie wirtschaftlich so unter Druck gesetzt. Und plötzlich mit dieser Flüchtlingsweltmeisterschaft, die dann eingesetzt hat, plötzlich waren alle Refugees welcome. Plötzlich war die Bild-Zeitung Refugees welcome. Und Kai Diekmann hat mit Hashtag Refugees welcome. Ich dachte auch, ich fall vom Glauben ab. Plötzlich war das dann das deutsche Flüchtlingssommermärchen. Okay, plötzlich war Deutschland der Gute. Das war eine Image-Kampagne, ganz einfach. Ja gut, aber die hat ja wirtschaftliche Konsequenzen noch gehabt. Aber lass mich kurz was fragen. Was für wirtschaftliche Konsequenzen hat es denn? Ernsthaft? Wo denn? Ah, die kosten nichts. Hey, die kosten die arbeiten. Aber jetzt mal die arbeiten jetzt mal eine doch, Frage. Die bringen doch Steuern. Ich muss ganz kurz bei Ihnen was fragen, wenn ich nicht darf, okay? Er hat kurz gesagt, 10 Millionen. Lass mich dir nur eine Sache sagen, dann kannst du mal beides vielleicht aufgreifen, weil das passt zu seiner Frage. Der Sommer 2015 ist doch maßgeblich dafür verantwortlich, dass ihr in den Bundestag gekommen seid. Bin ich mir auch wahrscheinlich sicher, ja. Also ohne diese Flüchtlingskrise gäbe es euch politisch Ja gut, wir haben knapp die 5%-Hürde vorher nicht erreicht. Ich glaube 4,8 müssen es gewesen sein. Und da war es ja auch eine weitere Krise. Ja, dann erklär mal jetzt. Also am Ende des Tages ist das, was ihr so sehr anprangert, ist es das, was euch in den Bundestag gebracht hat? Die Sache ist die, wir haben vorher, die AfD ist entstanden aufgrund der EU-Politik bzw. der Euro-Politik. Griechenland war am Ende und Frau Merkel setzte sich hin und sagt, die einzige Möglichkeit, wie wir diese Krise stoppen können, damit wir auch keine Probleme mit dem Euro haben, wenn der Euro zerfällt, dann zerfällt die EU, hieß es ja damals, ist es tatsächlich Milliarden von Euro nach Griechenland hinzuschicken. Kurze Frage, wo ist das Geld hingegangen am Ende? Ja, das war die große Verarschung. Hä? Zu den Banken natürlich. Zu den deutschen Banken. Unter anderem. Unter anderem. Genau. Ja, aber die haben die Schulden ja tatsächlich bei denen gehabt. Griechenland ist nur unverschämt. Ich glaube, 5% Verschulden. Nein, das sind schwachsinnige Politiker in Griechenland, sind vorher an die Macht gekommen, haben der Bevölkerung etwas versprochen, was sie nicht bezahlen konnten. Ganz die ernsthaft, haben Schulden gemacht. Ganz ernsthaft. Fahr mal durch Osteuropa. Wie viele deutsche Supermärkte gibt es dort? Wirklich, Deutschland hat von dieser Europäischen Union so viel profitiert. Die haben alles gewonnen. Die deutsche Wirtschaft von der Europäischen Union. Naja, was jetzt die Grenztechnik angeht und was Waffenlieferungen angeht und so weiter, natürlich kommen da ganz große kapitale Bezüge aus dieser ganzen Flüchtlingskrise. Ist ja wohl selbstverständlich. Mal abgesehen davon, dass die auch irgendwie unterhalten werden müssen, da müssen Zelte gebaut werden, da musst du Catering betreiben. Ob das jetzt so richtig war, so viele hier in dieses Land zu lassen. Aber ich will fragen, wie groß ist die, wann ist Schluss? Was ist deine Zahl? Sag mir mal deine Zahl. Wenn du sagst 10 Millionen, das ist okay. Ab wann ist Schluss? Sag mir das mal. In dieser Wirtschaftsordnung
wird es immer irgendwann mal Schluss sein, weil diese Wirtschaftsordnung einfach nicht auf Kooperation ausgelöst wird. Weil diese Wirtschaftsordnung, die du vertrittst, die behauptet ja immer, dass es irgendwo einen Mangel gibt und dass es einfach nicht reicht. Darum geht es doch überhaupt nicht, sondern es geht ja darum, dass man so kooperativ arbeitet, dass die Leute natürlich nicht ihre Heimat unbedingt verlassen müssen, wenn sie nicht wollen. Das wäre natürlich der Idealfall. Das wollen wir ja auch, nur mal so. Das ist ja die spannendste. Das ist ja die spannendste von allen Fragen. Ihr wollt euren Reichtum erhalten. Wo willst du denn anfangen, irgendwie diese Wirtschaftsordnung so zu ändern, dass wirklich dann kooperativ ist, dass dann wirklich dazu führt, dass man eine einheitliche, prosperierende, aber nicht übermäßig wachsende Wirtschaft hat? Genau, und ich halte es für sehr wichtig, dass wir zum Beispiel jetzt den Ländern helfen können, in irgendeiner Form, die, wie soll ich sagen, die keine gescheite Wirtschaft haben, die noch keine Industrie haben oder ähnliches. Aber was ich für schwachsinnig halte, ist es einfach, dort Geld hinzuschmeißen, ohne dass die das Know-how haben auf der einen Seite. Das macht gar keinen Sinn. Und ich glaube auch nicht, dass den Ländern geholfen ist, wenn die einfach abhauen von dort. Aber das ist gar nicht so das große Problem für die Länder. Das ist dann der nächste Schritt, wenn die Leute dann anfangen sagen, ja, wir müssen Zuwanderung steuern und wir wollen nur noch die Fachkräfte haben. Ja klar, dann ja, den Brain Drain, genau, auf jeden Fall bin ich auch bei dir. Was ist ein Brain Drain? Also das heißt letztendlich, dass du dann die kompetentesten Leute rausziehst, sodass sie das Land nicht aufbauen. Du nimmst nur noch die Schlauen. Also, voll geile Taktik. Akademie, sehr menschlich auf jeden Fall. Erstmal die Länder bombardieren, weißt du, und danach dann nur die Besten sich rausbringen. Welche Länder hat Deutschland bombardiert? Welche Länder hat Deutschland in Afrika bombardiert? Deutschland ist doch nichts anderes als ein NATO-Vasalle. So, oder? Ist ein Vasallenstaat. Am Ende des Tages, Guck dir mal die Konstellation gerade mit Trump an. Lass mich mal kurz erklären, was ich meine. Wenn wir jetzt über die Ursprünge. Die Prämisse war falsch, vielleicht verstehst du es ja, wenn ich es dir erkläre. Wenn wir die Ursprünge dieser Wanderung dann quasi mal kurz rausanalysieren, warum diese Leute ihre Länder verlassen, ja? Jetzt lassen wir mal die Wirtschaftsflüchtlinge, die ja gar nicht akzeptiert werden, warum auch immer, weil es ist, ich meine, in dem Augenblick, wenn du nicht weiterkommst und quasi am Hungertuch nagst und vielleicht Angst hast, wirklich zu verrecken und gar keine Perspektive mehr siehst, wenn du dadurch auswanderst oder du wanderst aus, weil dein Block bombardiert wurde und du siehst deswegen keine Perspektive. Da ist ein kleiner Unterschied in meiner Welt. In der politischen Diskussion ein großer Unterschied. Aber das lassen wir mal zur Seite. Hauptsächlich geht es darum, dass hier illegale Kriege gestartet wurden. Afghanistan, Irak, Libyen, Afghanistan war Syrien, illegaler Krieg. Das sind alles illegale Kriege ohne UNO-Mandat. Es gibt ganz, ganz festgesetzte Grenzen und Gesetze, wofür ein Krieg überhaupt benutzt werden darf. Es gibt nur zwei Fälle, wo ein Krieg überhaupt juristisch erlaubt ist. Angriff. Das eine, nein, eben nicht. Es gibt einfach nur einmal den Verteidigungskrieg, genau, in dem du dich verteidigst, und es gibt einmal einen Krieg, der zugestimmt wird vom UNO-Sicherheitsrat. In beiden Fällen, ja. Wenn du mit der NATO Aber NATO-Kriege. Es sind aber NATO-Kriege, weil NATO-Armeen dort eingewandert sind. Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen und so weiter wurden von der NATO. Afghanistan war sogar ein Bündnisfall der NATO. So, und wenn man sich das jetzt mal einfach mal kurz mal zu Gemüte führt, dann haben wir es hier mit Kriegsverbrechen zu tun. Kriegsverbrechen sind der Ursprung dafür, warum diese Volkswanderung überhaupt stattgefunden hat. Also, kannst du das widerlegen, aber auf juristische, intelligente Art und Weise, dass ich es verstehen kann? Pass auf, Afghanistan, fangen wir mal damit an, okay? Die Vereinigten Staaten hatten das Problem oder hatten das traurige Schicksal, dass sie Opfer eines terroristischen Angriffs wurden. So, Osama Bin Laden, ich weiß nicht, ob ihr verschwörungstheoretisch unterwegs seid, aber bist du's? Nein. Was ist am 11. September nach deiner Meinung passiert? Es ist tatsächlich, zwei Flugzeuge sind in Häuser reingekracht, diese sind abgestürzt. Die Piloten, die Leute, die da drin waren, die Piloten gehörten zum islamistischen, extremistischen Kreis. Okay, so, welche Staatsbürgerschaft hatten die? Saudi. Großes Problem. Ist Saudi-Arabien bombardiert worden? Nein. Kommen da die Flüchtlinge her? Ganz kurz, ich darf noch weiterreden, oder? Naja, aber das muss man ja fragen. Jetzt war es so, dass die Leute, tatsächlich, das war die Al-Qaida, und diese hatten aber ihren Stützpunkt in Afghanistan. So, was hat damals der Präsident George Bush gemacht? Der hat denen ein Ultimatum gestellt. Die Leute, beziehungsweise bitte gebt uns Osama Bin Laden und alles ist in Ordnung. Das Problem ist, dass die damalige Regierung, die Taliban, mit der Al-Qaida sehr viele Ähnlichkeiten hatte. Das heißt, die haben sehr viele Parallelen gesehen und die haben sie natürlich geschützt. Was ist dann kurze Zeit darauf passiert? Jedem war klar, okay, die werden sie niemals rausrücken. Die denken sehr ähnlich. Das wäre, wie wenn die SPD die Grünen irgendwie aufgeben würden. Ja, werden sie auch nicht machen. Die sind sich da viel zu ähnlich.
Und jeder hat dann gleich gewusst, okay, das wird bald Krieg geben, also ging dann diese extreme Kampagne auch los. Die Medienkampagne, vielleicht erinnert ihr euch noch damals, auf einmal im Fernsehen ging es dann los, bevor der Krieg startete, wie schlimm die Taliban die Frauen behandelt, wie sie hingerichtet werden und ähnliches. Aber das hat George Bush doch damals auch über die Brutkastenlüge erzählt und deswegen haben sie auch Kuwait angegriffen. Heutzutage weiß man, dass das nicht passiert ist. Natürlich. Genauso ist es auch mit der Afghanistan-Scheiße. Auch im Irak gab es keine Massenvernichtungswaffen. Es gibt einfach keinen Grund dafür. Aber das ist wichtig, sage ich ja. Ich habe ja gesagt, im Irak gab es auch keine Massenvernichtungswaffen. Was hat das mit Afghanistan zu tun? Dass du einfach nur verstehst, dass in keinem Fall gab es ein UNO-Mandat. Wir reden jetzt einfach nur um reine Juristik. Man kann nicht einfach irgendwo einfach einen marschieren und Bomben fallen lassen. Das darf man einfach nicht. Natürlich. Das Einzige, was nach wenn dem 11. September, ganz kurz mal, nach dem 11. September, ja, wo nicht mal klar war, woher dieser Angriff wirklich kommt und bis heute auch ungeklärt ist, da gehen die Meinungen ja extrem auseinander. Lassen wir den verschwörungstheoretischen Bereich mal kurz zur Seite. Ja. Trotzdem haben die von der UNO nur das Mandat bekommen zur Selbstverteidigung. Kein Angriffskrieg wurde ganz eindeutig beschlossen, ist nicht erlaubt. Die sind dort einmarschiert und haben es gemacht ohne UNO-Mandat. Da fragt man sich ja, wozu ist diese UNO dann überhaupt noch da? Und vor allem, wenn man sich diese ganze Frage UNO... Frage mich auch, die soll es nicht geben. Nein, die UNO ist ja richtig. Man hat ja damals nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man ja gesagt, 60 Millionen Tote, das darf nie wieder passieren. Es darf nie wieder Krieg auf dieser Welt geben. Das ist die Prämisse. Ja, und dann, dann schickt die UNO ihre Friedenssoldaten um die ganze Welt. Die UNO ist an und für sich ein intelligent gedachtes Friedenskonzept. Es wird einfach nur nicht richtig umgesetzt. Was? Weil wenn du die NATO dort hast, wo dann auch noch der Sicherheitsrat auch noch aus den USA besteht, die fast alle Angriffskriege der letzten Jahre geführt haben, wie sollen das funktionieren, wenn die ein Vetorecht haben? Die werden doch niemals gegen sich selbst stimmen. Deswegen missachten sie die ganze Zeit diese UNO-Charta und reiten ein von Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Sind alles, gesetzlich gesehen, sind das alles Kriegsverbrechen. Okay. Ohne UNO-Mandat. Und wenn wir jetzt mal den 11. September uns mal angucken, Verschwörungstheorie beiseite, ich glaube ja nicht ein Stück an die Scheiße, was die da erzählen, dass drei Araber mit Cuttermessern irgendwelche Flugzeuge dort reingeballert haben. Wo auch die Frage ist, warum steht in diesem offiziellen Protokoll nichts von dem Gebäude 7? Warum sind dort zwei... Das ist schön für die, aber warum war es von Anfang an nicht da? Aber das ist halt, das ist ja so ein Aspekt. Lassen wir das mal zur Seite. 3000 Tote bei einem Anschlag, über 1,4 Millionen, glaube ich, im Rachefeldzug. Wo ist da die Relation zueinander? In dem Fall ging es ja tatsächlich, dass die auch wollten, dass die auch jede mögliche, wie soll ich sagen, die wollten nie wieder so einen Angriff erleben, was ja vollkommen verständlich ist. Na gut, ich habe aber der amerikanische Staat hat die Aufgabe, seine Bürger zu schützen. Wenn es da draußen einen Feind gibt, der zum einen mal schon einen Angriff gemacht hat und dann auch noch schwört darauf, dass er euch vernichten wird, natürlich geht man hin und vernichtet ihn. Ist das deine Meinung? So macht man das also, ja? Wenn jemand da draußen ist, der will dich töten und er hat schon bereits Leute von dir getötet. Bist du wirklich der Meinung, dass Afghanistan doch nicht die Möglichkeit gehabt hat, Amerika zu bombardieren, zu übernehmen und zu zerstören? Hab ich nicht gesagt. Die USA, guck mal, 900 Milliarden. Das hab ich nicht gesagt, du hörst mir nicht zu. Du musst schon mit den Sachen argumentieren, die ich dir sage. Aber das hast du doch gerade gesagt. Nein, hab ich nicht gesagt. Was sonst? Ich habe gesagt, dass man das Recht haben sollte, immer die Feinde tatsächlich anzugreifen, die einen bereits angegriffen haben. Das ja, gut, war Verteidigung. Aber bei dem Feldzug sind ein paar andere auch noch mit. Was haben die damit zu tun gehabt, diese 1,4 Millionen Leute? Du meinst die Unschuld? Das ist die beschissene Sache am Krieg. Das ist immer die beschissene Sache am Krieg. Naja, aber wo ist da das? Warum stellt sich keiner dagegen? Es kann doch nicht sein, dass jemand hier... Und du denkst, dass UNO sich dagegen stellen sollte. Es geht darum, dass du dich dagegen stellen solltest. Pass auf. Ich denke, wir hätten die Taliban, das war so eine einfache Möglichkeit. Okay, die hätten sagen können, Osama Bin Laden, der bei uns im Land ist, hat 3000 unschuldige Menschen getötet. Den Typen müssen wir verhaften. Was hat die Taliban gemacht? Die haben ihn geschützt. Und jetzt sagst du, nein, die Typen, die eine Rechtfertigung, die Gerechtigkeit suchen, die sind schuldig, anstatt die Hardcore-Islamisten zur Rechenschaft zu ziehen. Aber weißt du, dass der völkerrechtswidrige Einmarsch der Russen 1979 in Afghanistan die Taliban überhaupt erst quasi mit ins Leben gerufen hat und dass sie vom Westen mit ausgebildet wurden? Kannst du bei Rambo 3 gucken? Ist mir alles klar. Ist dir das alles klar? Ist mir alles also klar. Warum auch ist die Ausbildung von Bin Laden, das ist mir alles ist klar. Warum ist die historische Relevanz von solchen Sachen dann immer nicht so wichtig für die Leute, wenn sie über sowas reden? Wie kann es sein, dass irgendwo ein Attentat stattfindet, wo 3000 Leute sterben und der Rachefeldzug von 1,4 Millionen toten Leuten wird einfach mal so hingenommen? Pass auf. Wo kommen wir da hin? Was soll die Scheiße? Wenn ich jetzt darüber gehe und zwei Leute umbringe und die reiten jetzt bei mir in mein Dorf ein und schlachten alle ab und alle machen auch noch Jubelparty da draus, dann denke ich mir, seid ihr alle bescheuert im Kopf oder was? Mhm. Aber wenn es auf der globalen
Ebene stattfindet, wo die Todeszahl schon so hoch ist, dass ein menschlicher Verstand sich das nicht vorstellen kann. Stell du dir mal jetzt bitte mal vor, wie es aussehen würde, wenn du 10.000 Leichen übereinander stapelst. Danach versuch dir vorzustellen 100.000. Dann sind wir bei 1,4 verfickte Millionen Tote. Denkst du wirklich, dass ich dafür bin, dass 1,4 Millionen Menschen sterben? Was aber geht wieso bei rechtfertigst du das? Ich rechtfertige die Tatsache, dass sie die Mörder von 3.000 Leuten, dass sie die verfolgt haben. Die Leute, die sie verteidigt haben, wurden auch zur Rechenschaft gezogen. Das Problem war, dass es dann eben tatsächlich einen großen, das ist, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber ich muss es hier benutzen, einen großen Kollateralschaden der Zivilbevölkerung tatsächlich gab. Die Amerikaner haben tatsächlich versucht, so wenig wie möglich Zivilisten zu töten. Die haben aus dem ersten Irak, das ist hart. Haben sie versucht. Die haben aus dem ersten deswegen kam ja nur 1,4 bei raus, sonst hätten sie 6 Millionen. Ich weiß nicht, ob 1,4 Millionen. Deshalb haben sie dann die größte, davor, es gab Vietnam und größte so. Bombe. Es gab die größte Bombe gezündet. Vorm 11. September, Belasch, wie viele Angriffskriege? Die größte Bombe, an wen war die denn gerichtet? 200, an wen war die gerichtet? War über 200 Angriffskriege. Amerika hat fast alle Angriffskriege der letzten 100 Jahre gestartet. Über 200 hat mal jemand gesagt. Ab den, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg ist auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist halt genau das Ding so, aber das wird halt niemals besprochen. Warum nicht? Warum ist das kein Problem? Das sind Leute, die man eigentlich normalerweise untätig machen sollte, wenn es wirklich darum geht, dass die UNO Frieden handelt. Bei amerikanischer Außenpolitik bin ich bei Kritik wahrscheinlich zu 90% bei dir. Bei den Ursachen wahrscheinlich nicht, aber amerikanische Außenpolitik, die sind viel zu mehr, wie soll ich sagen, weltpolizeimäßig unterwegs. Es gibt aber keine amerikanische Außenpolitik. Das ist einfach nur der stärkste Arm der NATO. Die haben 900 Milliarden Rüstungsgeld und 600 Milliarden gehen auf die USA und von dort aus werden die meisten Operationen gestartet. Das ist einfach das Ding. Das heißt aber nicht, dass die USA an und für sich als Alleinstellungsmerkmal, als eine Fraktion gesehen werden müssen, die isoliert betrachtet wird. Das ist ja absoluter Unsinn. Ja? Deswegen, wenn man sich das nicht so komplex vorstellen will, dann nimmt man einfach nur die NATO. Und der Kern der NATO sind nun mal die USA. Dann kommt nochmal England dazu, dann kommt nochmal Frankreich dazu, aber sowas wie Deutschland ist ein Vasallenstaat. Wir haben insgesamt 193, glaube ich, haben wir Mitglieder dort drin. Davon haben 5 Leute einen permanenten Sitz dort drin mit einem Vetorecht. Also können sie eigentlich sich gegenseitig die Bälle hin und her schieben. Die Vereinten Nationen sind im Großen und Ganzen ziemlich irrelevant. Das ist tatsächlich so. Im Großen und Ganzen sind die Vereinten Nationen für wichtige Dinge immer irrelevant. Die einen können irgendeine Empörung machen, die können Resolutionen verabschieden, wir finden das nicht gut. Aber im Großen und Ganzen sind sie vollkommen irrelevant. Wenn Amerika was machen will, dann macht Amerika das. Wenn China was machen will, dann macht China das. Wenn Israel was machen will, dann machen die das. Die Vereinten Nationen sind dafür vollkommen irrelevant. Und, jetzt ist ganz wichtig, zur Erhaltung des Friedens ist nicht die Zentralisierung von mehr Macht zu den Vereinten Nationen wichtig, sondern was erhält denn tatsächlich Frieden? Was bringt denn wirklich Frieden? Wie viel Kriege? Wie wär's mit keinem Krieg? Dazu hat man das ja gemacht, nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie gut hat es denn funktioniert? Nicht gar nicht, gut. Genau. Aber keiner tut was dagegen. Wir müssen denen noch mehr Macht geben. Das ist halt wir müssen denen noch mehr Macht geben. Paradox das, was nicht funktioniert hat, kannst du doch nicht verstärken. Also musst du andere Richtung gehen. Mit wie viel Demokratien hat Amerika Krieg geführt? Mit wie vielen demokratischen Ländern? Ey, lass uns bitte nicht über diese Demokratiesache sprechen. Ja, mit wie viel hat es den Krieg geführt? Null. Ey, ist das eine Legitimation dafür, Leute umzubringen, weil sie nicht deinem demokratischen Was ich damit sagen will, aus deren Perspektive glauben die, versuch's mal in deren Psyche ein bisschen reinzuversetzen. Die glauben, okay, das sind Tyrannen, das sind Diktatoren, und so rechtfertigen die das in der Regel auch für ihr Volk. Und die haben Gruppe X. Pass auf, da geht es aber gar nicht um Demokratie. Das ist doch total. Vielleicht kennst du die demokratische Verhandlungshypothese. Warte mal, wie viele Länder? Es gab noch nie einen Krieg zwischen zwei demokratisch-kapitalistischen Ländern. Das nennt man also die demokratische Verhandlungshypothese. So. Was nennt man auch Vetternwirtschaft? Nein. So was nennt man. Ich bin auch noch da hier. Ich greife meinen Partner auch nicht an. Ich bin auch nicht doof. Ich greife meine Feinde an. Ja genau, aber das Krasse ist, wenn die anderen Leute auch, wie soll ich sagen, wenn jeder dein Partner ist, warum willst du ihn angreifen? Das wäre doch gut, wenn die Leute dann auch frei wirtschaften könnten. Ja, aber du willst ja nicht den angreifen, von denen du etwas verkaufst oder der dir etwas verkauft. Ja gut, aber sie greifen auch Diktaturen wie Saudi-Arabien nicht an, weil dort halt eben gut Geschäfte zu machen sind. Darf ich auch mal einlenken? Ich wollte auch mal sagen, Homi, du da, also ohne das hier auf schlau zu machen, aber das ist der größte Fehler, wenn du das alles, was in diesem arabischen Raum ist, als eine Soße nimmst. Tu ich nicht. Das ist mega falsch. Auf keinen Fall. Ihr projiziert gerade eine Meinung auf mich, die ich gar nicht vertrete. Nee, der Islam ist super viel. Und Amerika, weißt du, das hat mich damals schon gestört, als von der Achse des Bösen geredet wurde. Ich glaube, als George Bush gestorben wurde, wurde er Ehrenbürger von Berlin. Sowas darf halt nicht passieren, weil es halt ein Land, das halt auf Sklaverei aufgebaut ist, auf ein Land, das ihnen gar nicht gehört. Nein, ist es nicht. Die hatten Sklaverei, aber sie sind nicht auf Sklaverei aufgebaut. Ja, aber eigentlich auch immer. Es ist nur auf Völkermord aufgebaut. Die heißen. Was heißt aufgebaut? Man nannte sie Indianer, warum auch immer. Aber es sind eigentlich die Natives.
die auf diesem Kontinent halt Jahrtausende lang gelebt haben, bevor die Europäer gekommen sind und gedacht haben, wir töten die einfach mal weg und besetzen deren Land. Restore order. Order in the gallery. Wir sind wieder auf Sendung. Ganz kurz, kannst du noch mal die Frage beantworten, weil du hast sie vorher nicht richtig beantwortet. Wie die bösen deutschen Firmen, die bösen kapitalistischen Firmen, die dritte Welt ausbeuten? Die, die europäischen Firmen? Meinetwegen, europäische, amerikanische. Wie ja, indem sie die Rohstoffe ausbeuten, indem sie die Länder dort in Rohstoffe ausbeuten? Ja, bedeutet was genau? Sie importieren sie unter dem Preis, den sie eigentlich zahlen müssten. Was heißt das denn? Ja, wir Operation Ajax. Also guckst du einfach an. Also unter dem, was sie zahlen müssten, heißt was genau? Was? Ja, um einen Lebensstandard zu erhalten, der auf Kosten der globalen Erwärmung geht. Ja, what? Wir sind jetzt da angekommen. Ja, wir sind auch da angekommen. Aber also um einen Lebensstandard zu halten, der uns in relativem Reichtum zu den Ländern des globalen Südens weißt du, wie Preise entstehen? Hält. Pff, ey, Kollege. Du sagst eigentlich, es sind die falschen Preise. Also musst du ja wissen, wie Preise entstehen. Aber das sind aber eindeutig die falschen Preise. Also wenn man sich da ist wahnsinnig viel Druck. Pass auf, diese Preise werden ja nicht demokratisch ausgehandelt. Die Leute gehen ja nicht Preise her. Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Ja, genau. Und dann hast du einen Typen, der dort mit der Kalaschnikow auf der Rohstoffquelle sitzt und den alimentierst du. So läuft das Spiel doch die ganze Zeit. Das ist doch das Ding. Dann gibt es einfach so ein paar Leute wie zum Beispiel Gaddafi, der irgendwie nicht so richtig gespurt hat, wie Saddam Hussein, der auch nicht so richtig gespurt hat, abgesehen davon, dass er auch Arschlöcher waren, ja. Aber dann kommt eben der globale Westen und haut da nämlich rein. Und die Agenda von Amerika ist ja nicht irgendwie so, dass sie jetzt, dass sie dann ganz direkt ihre Sachen da ausbeuten wollen. Amerika will eine Weltordnung schaffen, in der ein von dir favorisierter, freier Markt herrscht, in dem sich der Beste durchsetzt. Und da gehen die Amerikaner einfach davon aus. Und da gehen die Freiheiten, die funktioniert. Halt, jetzt wartet mal. Und da gehen die Amerikaner seit Jahrzehnten davon aus, dass sie sowieso die Besten sind und dass sie auf diesem Weltmarkt einfach alles in Grund und Boden konkurrieren können. Mhm. Das geht gerade nach hinten los. Das merkt Donald Trump und deshalb setzt er jetzt wieder auf Protektionismus. Das ist doch die Agenda von Amerika gewesen, nach dem Zweiten Weltkrieg eine Weltordnung zu schaffen, wo alle mitmachen können, aber wo Amerika natürlich der stärkste Player auf dem Platz ist. So. Und darum geht's. Standardkapitalismus ist ganz normal. Ja, ich glaube, ihr wisst weiter nicht, was Kapitalismus ist, aber es ist okay. Ah, danke schön für das Kompliment. Aber darf ich dir mal dann eine Frage stellen, wie funktioniert das dann, wenn wir Amerika mal jetzt kurz ausklammern? Weil es gibt ja auch andere Länder, die nach demselben Prinzip ja auch vorgehen. Wenn wir den afrikanischen Zwiebelhandel jetzt uns alleine angucken, so banale Sachen. Verstehst du, was ich meine? Wenn 97% des Weltmarktes aus Holland in Afrika verkauft wird, da wo der Gemüsebauer in Afrika selbst die Preise, die aus Holland kommen, nicht mehr halten kann, dann ist das vielleicht an und für sich jetzt diesmal keine Rohstoffausbeute. Wieso kann er die Preise nicht halten? Naja, weil die halt so niedrig sind in der Massenproduktion, was Holland jetzt dort bereitstellt, dass der afrikanische Bauer da unter dem Satz des Überlebens überhaupt verkaufen müsste, dann macht das für ihn ja kaum noch Sinn. Okay. Das ist halt so das Ding. Ist das eine Form von Ausbeute? Nein. Ist es nicht. Pass auf. Ist das freie Marktwirtschaft oder was? Nein, die Frage ist, bekommt der das exportiert, also der Holländer, bekommt dieser staatliche Güter, um es günstiger produzieren zu können? Das heißt, wenn er subventioniert wird, ist es ein riesiges Problem. Weil er sonst auf unendliche Art und Weise mit den Afrikanern konkurrieren kann, beziehungsweise nicht mehr, sodass sie gar nicht mit dem mithalten können. Das wäre natürlich vollkommen unmoralisch. Aber. Ist es anders? Was meinst du? Es ist doch gerade so, was du gerade beschrieben hast mit diesem Zwiebelmarkt in Afrika zum Beispiel. Natürlich bekommt die EU Subventionen. Deswegen habe ich ein riesiges Problem damit, sage ich ganz offen. Und wenn man das jetzt mal zur Seite nimmt? Er sagt ja, freier Handel, wenn das wirklich freier Handel wäre, wenn sich der Staat zurückziehen würde, wenn es die Subventionen nicht geben würde, dann müssten die auf dem freien Markt konkurrieren und dann wären sie nicht mehr konkurrenzfähig und dann könnte der holländische Bauer einpacken. Das ist seine Argumentation. Weil bei anderen Dingen denke ich auch, es ist okay, was ist, wenn die Holländer tatsächlich besser... Weil ich denke nicht, dass die Länder drüber entscheiden sollten, welche Zwiebeln der Afrikaner kaufen darf. Ich denke, der Afrikaner selbst sollte entscheiden, ich kaufe von meinen afrikanischen Kollegen hier oder ich kaufe vom Holländer. Ich finde, man sollte sowieso afrikanische Zwiebeln kaufen, wenn man in Afrika sitzt, weil es transportmäßig überhaupt keinen Sinn macht. Also sollen Zwiebeln von Holland nach Afrika zu Dann müssen wir jetzt argentinisches Steak in Deutschland verbieten. Ja, genau, verbieten. Ja, wir haben noch eigene Rinder. Muss einfach wirklich, Alter, nochmal, ja. Also,
dieses Buch hier empfehlen. Für jeden, der einfach mir erstmal eine wirklich nachvollziehbare Erklärung dazu bieten kann, was daran falsch ist, wenn man sagt, dass diese Angriffskriege illegal waren. Und wenn sie illegal sind, warum diese Leute dann nicht die Bestrafung bekommen und dass denen nicht die Fesseln angesetzt werden, wie es eigentlich sein sollte. Wenn es mir einer erklären kann, warum man überhaupt Angriffskriege führen kann ohne Mandat und ungestraft davonkommen kann, dadurch dann auch noch eine Besatzungszone errichtet, dadurch Flüchtlinge produziert, dadurch auch noch die Marktwirtschaft beeinflusst. Das ist so das Ding, so, wo ich mich frage. Da muss aber einer mal erstmal kommen und mir das erstmal erklären, wie es überhaupt sein kann, dass überhaupt die Amerikaner in den Irak einmarschieren können, ohne jeglichen Grund. Im Gegenteil sogar eine Lüge benutzen, die Massenvernichtungswaffen, die mittlerweile von Paul Cheney und so weiter als Lüge auch zugegeben werden. Ja, das ist genau das Gleiche wie damals mit Operation Ajax, wie es im Iran stattgefunden hat. Man hat 30 Jahre später erst, als Jimmy Carter Präsident war, zugegeben, dass es eine CIA-Operation war. Solche Sachen finden noch und nöcher auf dieser Welt statt. Die sind beschrieben in diesem Buch. Die sind viel besser beschrieben in diesem Buch, als ich es jemals wiedergeben könnte. Deswegen ist das meine Empfehlung nach draußen. Das ist halt für mich immer ganz, ganz wichtig erstmal, dass man halt die Grundsätze erstmal respektiert. Du hast natürlich recht, illegal, ja, aber die Frage ist, wie kann UN-Recht oder eher internationales Recht tatsächlich hier durchgesetzt werden? Die mächtigste Armee der Welt sind tatsächlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Die NATO-Armee besteht hauptsächlich aus den US-amerikanischen Soldaten. Wenn die tatsächlich der Meinung sind, dass sie jetzt angegriffen wurden oder dass eine Bedrohung vorherrscht, im Fall Afghanistan hatten sie recht und jetzt im Nachhinein wissen wir, Irak war die größte Deine Lüge. Meinung. Als dass sie, die wurden angegriffen. Deine Meinung. Aber ist egal, darüber lässt sich streiten. Achso, du bist jetzt gerade bei, von wegen hat es gar nichts von Dings zu tun. 65% der amerikanischen Bevölkerung gehen davon aus, dass die Wahrheit, die besprochen wird, was den 11. September angeht, einfach nicht richtig ist. Die vertrauen weder der Geschichte ihrer eigenen Regierung noch dem Word of Mouth. Okay. So, wenn 65% dieser eigenen Bevölkerung statistisch gesehen da einen falschen Hasen irgendwie vermutet, ja, warum ist es dann hier so verpönt, darüber zu reden? Und dann wird man in die Verschwörungstheoretiker-Ecke abgestempelt. Ja, aber gut, das ist egal. Ich möchte mich, was das angeht, ja gar nicht jetzt großartig über diesen Streitpunkt unterhalten, weil es für mich an und für sich, was jetzt die Konsequenz daraus angeht, gar nicht so extrem wichtig ist. Ich sehe einfach nur Anschlag 3000 Leute, Vergeltungsschlag 1,4 Millionen Leute. Das steht in keinerlei Relation. Und daraufhin sind ganz nachweisbare Lügen aufgetaucht, die dann mit dem restlichen zusammenhängenden Programm, was danach dann der Irakkrieg war, einfach damit zu tun hat. Das ist einfach nur mal zusammenhängende Konsequenz. Ja, und daraus auch ein War on Terror, der halt auch diesen Kulturclash, den deine Partei eben auch noch befördert, eben auch erstmal aufs Tablett gebracht hat. Natürlich gab es diesen War of Terror, der nie genau definiert war und der scheinbar ewig geht. Also das große Problem ist, dass man geglaubt hat, dass man den War on Terror, also dass man den Krieg gegen den Terror tatsächlich nur bekämpfen kann, indem man Bomben auf irgendetwas wirft. Und das glaubst du wirklich, dass Nein, die das glaub geglaubt ich nicht. Haben? Ich glaube, die hatten ganz große geopolitische Ziele gehabt. Die wollten zum einen natürlich mehr in den asiatischen Raum reinbringen. Aber kennst du die Geschichte der Schweinebucht-Invasion? Kennst du das? Ja, natürlich war es ein Fake, das wissen wir alle. Du! Bei vielen Sachen, bei Ganzer stimme ich auch bei vielen Sachen zu. Aber da gibt es doch so eine ewig lange Liste, die ist ja noch nicht mal 300 Jahre alt, sondern die ist echt original 80 Jahre alt. So von diesen Sachen, die mittlerweile total bewiesen sind. Wo halt manipuliert und gelogen wurde, um einen Kriegslegitimationsgrund künstlich zu erzeugen. Natürlich. Das ist nun mal mittlerweile Fakt. Ja. So. Warum geht man dann bei neuen Anschlägen und so weiter dann davon aus, dass das dann immer so in der Intention war, oh, wir werden angegriffen, wir müssen uns verteidigen. Mhm. Wo ist da die Logik? Wo ist der Menschenverstand? Ja. Wenn man eine Fraktion hat, wenn du jetzt mit jemandem zu tun hast auf der Straße, so, mit dem machst du irgendwelche Deals und du weißt ganz genau, der zieht den und den und den und den ab die ganze Zeit. Ja. So, und beim 15. Mal, wenn eine Abzieher-Story jetzt schon wieder aufkommt, ja, dann, ja, nein, 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 so, der ist ein ganz cleaner. Das geht nicht. Du weißt schon, der Mann hat eine Reputation, der hat eine Geschichte, da gehst du doch nicht hin und deals mit dem. Du weißt ganz genau, wenn du mit dem deals, hast du wahrscheinlich eine Pistole hinten an deinem Kopf dran. Deswegen, das sind so ganz normale menschliche Geschichten, die jeder eigentlich begreifen müsste, diese Zusammenhänge. Lass mich mal ganz kurz, weil hier wird ja gerade ein richtiges, gutes, altes Amerika-Bashing gemacht. Auf der einen Seite natürlich haben die geopolitisches... Warte, das stimmt nicht. Ich habe schon immer gesagt, dass Amerika niemals isoliert betrachtet werden darf. Du redest natürlich von der Regierung und von deren Politik. Nein, ich rede einfach nur als Amerika, als zentraler Punkt der Wirtschaft und der Kriegsmaschinerie. Mhm. Das ist das Ding. Aber trotzdem ist es eine Koalition. Es ist eine Koalition, die auch über Landesgrenzen hinausgeht und die auch Landesgrenzen auch gar nicht als so wichtig empfindet.
Ja, das ist so ein internationalistischer Verein, der eigentlich die Landesgrenzen auflösen will. Aber das gleich, soweit ich das gleich macht Europa jetzt. Das denke auch, ich. Wenn die jetzt darüber sprechen, dass sie jetzt eine europäische Streitmacht brauchen und nee, weil er sagt, das ist Amerika-Bashing. Das hat mit Amerika-Bashing nichts zu tun. Als damals zum Beispiel England und Frankreich zusammen mit Israel in den 50er Jahren Ägypten überfallen haben, ja, das war, hatte nichts mit Amerika quasi zu tun, in dem Sinne, ne? Mhm. So. Deswegen, es hat nichts mit Amerika zu tun, es ist eine Koalition. Es ist eine Koalition bestimmter Gruppen und Länder und vor allem ist es eine Finanzelite, die da halt natürlich sich selbst schützen will, bereichern will und ihre durch Macht den Krieg will nicht sich bereichern und ihre Macht nicht loswerden will, Kontrolle behalten will und wie, so weiter. Wie, also wird man denn wirklich reicher durch Krieg? Wie hilft es der Wirtschaft? Es hilft ganz, ganz. Die Produktion wirklich läuft wieder an. Du musst wieder ganz viel produzieren. Nein. Natürlich, nein, natürlich. Das kostet mehr Geld. Das kostet immer mehr Geld. Es ist immer ein Minusgeschäft. Wen kostet das auch? Geld? Den Steuerzahler. Ja, den Steuerzahler. Aber die Bank macht es reich. Aber die Kapitalisten werden reicher dadurch. Natürlich. Okay. Was glaubst du denn, wer von der Normandie-Wahl profitiert hat? Das muss doch gebaut werden. Irgendwoher muss das Geld kommen. Am besten. Also, wenn du alles kaputt machst und wieder aufbauen musst und danach wieder aufbauen. Ja, klar, die Firmen profitieren. Ich habe Hayek gelesen, aber okay. Ja, ja, genau. Ja, natürlich, bloß nicht. Ich bleibe bei Marx. Nein, der Einzige, der es wirklich verstanden hat, du solltest auch mal Marx lesen, dann würdest du den Kapitalismus verstehen. Das ist krass. Das sind so Sachen, darüber sollten wir uns nicht unterhalten, weil ich finde Marx total unbedeutend und bin gar nicht deiner Meinung und auch nicht deiner Meinung, deswegen macht es keinen Sinn, aber es ist auch irrelevant. Am Ende des Tages, wie gesagt, so lass uns solche Sachen vielleicht nicht, weil das ist so eine Diskussion, die geht an und für sich zwei Stunden lang, ob ja, klar, Marx jetzt wichtig war oder ehrlich, nicht oder keine Ahnung. Lass uns das lassen. Die Kriegsdiskussion finde ich ein bisschen Dings, weil irgendwie hast du das Gefühl, als ob ich für amerikanische Kriege bin. Der Einzige, wo ich sagen würde, ja, ich kann verstehen, dass sie nach Afghanistan gegangen sind, das ist das Einzige. Nein, ihr seid pro NATO. Das heißt, ihr seid pro Amerika. Ja. Ist das falsch? Wenn du selbst sagst, dass Amerika der zentrale Punkt der NATO ist, mit den meisten Kriegseinnahmen, Ausgaben, aber vor allem mit den meisten Rechten. Du musst überlegen, die NATO hatte die Aufgabe. Seid ihr pro NATO in der AfD? Also ich kann jetzt meine persönliche Meinung sagen. Nein. AfD ganz kurz. Ja, natürlich. Also wir wollen jetzt nicht die Abschaffung der NATO oder ähnliches. Zu 100%. So, aber ich kann jetzt meinen Senf dazu geben, wenn du möchtest. Deine private Meinung gerne. Ich sehe das auch differenziert. Das ist kein Problem. Genau. Aber ich wollte das mal klargestellt haben. Die AfD ist pro NATO. Ja, die Frage ist, was meinst du mit pro NATO? Meinst du jetzt gerade, meinst du entweder Auflösung oder Erhalt? Ja, wir sind für Erhalt. Für Erhalt. Genau. Richtig, genau. Pro NATO. Gleichzeitig aber auch müssen die Aufgaben der NATO neu verteilt werden, beziehungsweise müssen neu umstrukturiert werden. Das heißt, die NATO braucht eine Aufgabe. Die NATO gab es gegen den bösen Russen, beziehungsweise gegen die bösen Sowjets. Jetzt gibt es gar keinen Sowjetblock mehr. Also müssen wir überlegen, entweder müssen wir die NATO auflösen oder die muss komplett neue Aufgaben bekommen. Die AfD ist derzeit der Meinung, dass wir ihr neue Aufgaben geben sollen. Okay, meine Meinung ist es nicht, sage ich ganz offen. Also bist du nicht pro NATO? Definitiv nicht. Willkommen im Club, Bruder. Es gibt noch Hoffnung für dich. Was für ein Podcast? Geopolitik ist gut. Wir können noch in unseren Bereich wieder zurückkommen. Deutschland. Was punktest du für Mucke, Homie? Oh, das ist eine gute Frage. Alles Mögliche ist mal die geilste Antwort. Alles Mögliche, ich hoffe nicht. Zurzeit bin ich gerade irgendwie voll auf Synthwave hängen geblieben. Auf was? Synthwave, Retrowave. Okay. So Depeche Mode Mucke auf Neumodern. So. Jean-Michel Schaaf. Aber du pumpst nicht Lanzau. Aber du pumpst Jean-Michel Schaaf. Wobei das halt mehr Elektro ist natürlich, ist ja kein Synthwave. Aber du pumpst nicht Lanzau und so Lunikopf und so, wa? Nicht ganz so. Nicht ganz oder gar nicht? Gar nicht. Okay. Ja, das Ding ist halt so, wenn wir jetzt zurückkommen, so in diesen, sag ich mal, in den interneren Bereich, in den Mikrokosmos, Deutschland. Mike check. Definitiv bin ich der Meinung, dass die Flüchtlingskrise natürlich selbstverständlich was mit dem Krieg zu tun gehabt hat, mit den Kriegen der letzten Jahre. Die haben halt Flüchtlinge produziert. So. Darf ich fragen mal, wenn du jetzt sagst, die haben was damit zu tun, okay? Du siehst, eine große Menge von Menschen sind hergekommen, aber ich nehme an, du gibst auch zu, dass nicht alle deswegen hier sind. Jetzt lass mich mal fragen, würdest du sagen, 10%, 50% oder 90% hat was damit zu tun, dass der Westen Krieg geführt hat? Was würdest du sagen? So Pi mal Daumen. Das muss nicht wirklich genau sein, aber Pi mal Daumen, was glaubst du? Wie viel hat der Westen davon verschuldet, dass die hier sind? Von den Kriegsflüchtlingen? Wir haben du willst Anteil jetzt trennen zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und Kriegsflüchtlingen oder was? Genau, er will ja jetzt irgendwie so auf die Leute aus Kamerun hinaus oder aus Nigeria, die halt eben auch hierher gekommen sind. Weißt du, was das Witzige ist? Die wenigsten sind ja tatsächlich Kriegsflüchtlinge. Also pass mal auf. Zum Beispiel, die AfD ist dafür, dass Kriegsflüchtlinge Darf ich dir eine Geschichte aus Kenia erzählen? Ja? Also Kenia ist ein wunderbares Beispiel, irgendwie Blumenproduktion. Die Hälfte der Supermarktblumen ist aus Kenia. Okay. Ja? Grundwasser sinkt dadurch ab. Halt eben durch exzessiven Wasserverbrauch, ist ein Land, das
sowieso schon Schwierigkeiten hat wegen extremer Trockenzeiten. Die Trockenzeit verlängert sich jetzt irgendwie vorne um 2 Wochen und oder wegen setzt was, früher, wegen früher ein. Genau. Wegen des Absinkens des Grundwasserspiegels. Und vielleicht auch noch irgendwie andere klimatische Geschichten. Ja, so. Ganz, einfach eine krasse Hypothese, die du wahrscheinlich so vor 4 Jahren. Naja, also kann man ja nachweisen, dass exzessiver Wasserverbrauch tatsächlich auch den Grundwasserspiegel beeinträchtigt. Ja, du hast ja gesagt, dass die Regenphase damit dann auch später kam, aber okay. Ja. Als ich dort war, hat die Europäische Union dann plötzlich die Zölle erhöht für diese afrikanischen Blumen, ja, um den afrikanischen Markt, also um den kenianischen Markt unter Druck zu setzen. Mhm. Ja. Zehntausende Menschen haben dadurch dann auch wieder ihre Arbeit verloren. Mhm. So, das hat etwas damit zu tun, wie unsere Politiker, wie unsere Wirtschaftspolitik hier gestaltet wird, hat ganz konkret damit zu tun, wie diese Menschen dann dort vor Ort zu leben haben und dass sie sich dann auch auf den Weg machen. Insofern trägt der globale Norden natürlich auch Mitverantwortung dafür, dass sich Leute aus dem globalen Süden auf den Weg machen und hier an die Tür klopfen. Du meinst sowas wenn wie Wasserprivatisierung, Nestle etc. Zum Beispiel. Sowas gibt es ja ganz viel. Ja, so. Und wenn das fortgesetzt wird, ja, dann wird sich daran nichts ändern. Und dann könnt ihr so hohe Mauern bauen, wie ihr wollt. Die Leute werden sich auf den Weg machen. Nur mal so, die ja? EU hat und eine was Zölle willst für Afrika dann, abgeschafft. Es was gibt keine Zölle. Nur willst mal so. Du dann das ist faktisch so. Machen? Ja, genau, dann gibt es diese Freihandelsabkommen mit der Westafrikanischen Union und so weiter. Und dann werden die Leute dann wiederum gegeneinander ausgespielt. Das ist eine ganz aggressive Wirtschaftspolitik, die da betrieben wird. Und die verursacht Flüchtlinge. Ganz einfach. So, was willst du am Ende machen in dieser Wirtschaftsordnung, wie sie heute existiert, dass diese Leute nicht hier ankommen? Wie blutig soll das werden? Wie teuer? Wie viele Mauern willst du bauen? Und vor allem, warum sollte man das machen? Mauern bauen hat noch nie irgendetwas gebracht, außer in Nordkorea. Da hat was gebracht, okay. Ja, zumindest also kommt da keiner raus. Auch sagen, ich finde, es steht auch also außer Frage, dass Kriege für Flüchtlinge verantwortlich sind. Meine Mutter war selber Flüchtling, die ist geflüchtet, 7 Jahre in bitterer Armut. Ja, ich glaube, wir haben hier drei Flüchtlinge. Also unsere Eltern, von uns allen dreien sind die Eltern Flüchtlinge. Bei dir weiß ich nicht, Steiger, vielleicht DDR oder so. Oh, nee, ne? Aber das versteht man doch wirklich. Ja. Ja. Also aber da ging es jetzt gerade um was anderes. Genau. Da ging es jetzt gerade um Klimaflüchtlinge und Wirtschaftsflüchtlinge. Genau, so, aber ganz kurz. Jetzt wegen der Zollgeschichte, okay? Die können natürlich ihre Sachen hier nicht exportieren, wenn die EU natürlich hier, ist ja letztendlich ist eine Zollunion. Das ist ja die Grundlage vorher der Europäischen Gemeinschaft und später dann der Europäischen Union, was dann umgewandelt wurde, 92 Maastrichter Verträge. Also muss man gleichzeitig auch verstehen, die EU hat jetzt entschieden, dass Afrika tatsächlich alles nach Europa bzw. in die EU exportieren darf, hier verkaufen darf, ohne irgendwelche Zölle. Und gleichzeitig soll die EU, ja tatsächlich, und gleichzeitig ist die EU auch befugt worden oder hat die Befugnis bekommen, in Afrika oder tatsächlich auch ihre Sachen zu verkaufen, ohne Zölle. Wie viele Avocados willst du denn für ein MAN-LKW? Weißt du, so. Nein, das ist ja wirklich. Von der Verhältnismäßigkeit wissen wir beide, dass die ja gar nicht auf dem Produktionslevel sind, wie die Europäer. Das wissen wir wahrscheinlich beide. So, jetzt können wir natürlich sagen, ja, die können gar nicht so viel exportieren oder wenn die EU alles dorthin verschippt, dann können die ihre eigene Wirtschaft nicht aufbauen. Das Problem ist aber, dass wir jetzt die Europäer dafür verantwortlich machen, dass die Afrikaner nicht ihre Wirtschaft aufbauen. Sind sie aber nicht. Ganz ernsthaft, Westafrika, ich weiß nicht, ob du den CNA kennst, dass die Währung, die in 15 westafrikanischen Ländern existiert, die direkt an den Franc bzw. an den Euro gekoppelt ist. Mhm. Ja? Also es geht jetzt wieder ein bisschen ins Detail, es tut mir leid, aber mit dem Ergebnis, dass kein afrikanisches Unternehmen mithalten kann, weil sie dieses harte Geld gar nicht besitzen. Okay. Ja,
da existiert seit Jahrzehnten. Mali ist doch auch so eine Geschichte. Ja? Die Franzosen sind da nicht reingerockert, weil da irgendwie Boko Haram war, sondern weil französische Unternehmen für ihre Atomkraftwerke das Uran brauchen, das dort abgebaut wird. Das kann ich nur bestätigen, weil Steiger sagt, oft werden dann immer so Sachen wie Genfer Konvention oder Werte angesprochen und meistens geht es dann doch um Wirtschaft. Und dann fragst du mich, wo findet Ausbeutung statt? Ich meine, ich rede von jetzt noch. Hör zu, Ausbeutung der Rohstoffe ist wieder was eine ganz andere Sache, als wenn du sagst, hier, die führen dort Kriege. Krieg ist das, was der Staat macht. Eine Firma führt keinen Krieg. Nur der Staat hat das ultimative Gewaltmonopol und kann Armeen schicken. Keine Firma, egal ob BASF oder sonst irgendetwas, kann ganze Armeen irgendwo hinschicken. Aber die haben Fremdlegionen. Du meinst die Privatarmeen? Ja, gut. Es gab ich kenne Fremdlegionen. Es gibt viele Privatarmeen. Ja, Privatarmeen gibt es. Ich kenne Leute, die waren da drin, die haben die Pipelines in Algerien bewacht, haben Kinder umbringen müssen, Kindersoldaten. Ganz und viele von denen sind NATO-Geheimarmeen. Da gibt es auch ein Buch von Daniele Ganser, auch sehr interessant. Ja, okay. Alles klar, es gibt tatsächlich Privatarmeen, die aber in der Regel für Staaten arbeiten. In der Regel arbeiten die tatsächlich, sind die Auftraggeber hinterher, die Company, also CIA oder andere Organisationen, meistens. Allerdings, ganz kurz, ich will ganz kurz auf diesen einen Punkt zurück. Er glaubt wirklich, dass die afrikanische Wirtschaft, dass die nicht aufbauen kann, weil Europa die tatsächlich ausbeutet. Wir sorgen da, wir nehmen denen alles weg, dann sind die arm und dann ist es logisch, dass die hierher kommt. Das ist das, was er jetzt glaubt. Das Problem ist aber, die sind nicht arm deswegen, sondern die sitzen auf den Rohstoffen, bauen darauf nichts aus, von außen kommt der Europäer. Von außen. Hey, Venezuela. Die haben alle Mittel dafür. Venezuela, meinst du, ja? Also sie könnten, wenn sie wollten. Ganz nein, kurz. Eben. Venezuela. Eben nicht, sag ich nicht. Okay. Ich bezweifle, dass sie könnten. Wie geht's dann? Also, wenn man nicht kann, darf ich ganz kurz? Ich bezweifle, dass sie könnten. Warum? Ganz offen. Entweder aus kulturellen Dingen, weil die Kultur sie wahrscheinlich auffällt, oder was auch immer. Ich weiß meinst du nicht, die haben nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten? Ey, Ruanda zum Beispiel. Ruanda ist. Die haben ja keine Wirtschaft. Ey. Entschuldigung. Also, Ruanda ist zum Beispiel eins der Musterschülerländer Afrikas. Die versuchen das wahnsinnig da aufzubauen. Ja, und die stellen auch jede Menge Spezialisten gerade her durch ein exzessives Bildungsprogramm, um dann irgendwann mal mitzuhalten. Ja, VW will dort zum Beispiel auch ein Werk eröffnen und so weiter und so fort. Ja. Ist das eine Ausbeutung? Ein Land weiter, Zentralafrikanische Republik, Mord und Totschlag, weil dort einfach nur Rohstoffhandel existiert. Und bei Rohstoffhandel musst du halt einfach nur den Radikalsten bezahlen, der sich da am skrupellosesten durchsetzt. Venezuela, wahrscheinlich ein Land, wo du sagst, boah, dieser Chavismus, ja, Staatssozialismus, alles Dreck, die machen alles aber kaputt. Weißt du, was sie es gemacht haben? Ja, weißt du, was er machen wollte? Es war ein sozialdemokratisches Programm, er wollte ein Wohnungsbauprogramm auflegen und ein Bildungsprogramm. Mhm. Na, Amerika ist dagegen, dass dieses Land auf die Beine kommt, weil die wollen, dass diese Petrodollars in Miami angelegt werden und nicht in den Aufbau einer eigenen Wirtschaft. Deshalb sabotieren die das seit Anfang an, seit Chavez dieses Programm aufgebaut hat. Das ist ähnlich wie bei Saddam Hussein was damals mit dem Öl. Was willst du denn Leute, eigentlich? Ne? Also das ist doch total, das ist totaler Quatsch, dass du erzählst, die können nicht. Nein, das wird systematisch verhindert, dass diese Leute, dass diese Länder auf die Beine kommen. Okay. Ja, es gibt ein europäisches Programm, es gibt einen europäischen Fonds, der jetzt irgendwie in Afrika investieren will. Zu welchem Nutzen? Dass europäische Firmen dort Fuß fassen können und den afrikanischen Markt als Absatzmarkt weiterentwickeln. Wenn europäische Firmen in Afrika sind, ist es ein Vorteil für Afrika. Es ist ein Vorteil für Afrika. Die besten Arbeitgeber in Afrika sind europäische Firmen. Also super pauschale Aussage, aber ja. Nein, also, natürlich, aber die können besser bezahlen. Die bezahlen auch besser. Aber sie können auch besser ausbeuten. Ja, was ist denn ausbeuten? Was meinst du mit ausbeuten? Es ist doch klar, dass die Afrika ausbeuten. Die beuten doch hier die Leute schon aus. Dann ist doch eigentlich schwarz auf weiß. Korrekt. Die beuten doch die Leute hier auch. Das ist der Begriff des Raubtierkapitalismus, der keinen Sinn macht. Weil Kapitalismus ist immer Raubtier. Nein, eben das geht nicht. Ja gar nicht anders. Nein, eben nicht. Das ist doch Kapitalismus ist der freie Handel. Du willst etwas, ich produziere. Aber nicht der real existierende Kapitalismus. Das ist das, was in der Theorie stattfindet. Der Sozialismus, wie er im Buch geschrieben steht, funktioniert ja auch nicht. In den Ländern, die den Sozialismus für sich angenommen natürlich haben. Natürlich nicht. Kommunismus genauso. Es gibt nie alles so irgendwelche feuchten Träume. Es gibt nie einen ganzen offenen Kapitalismus und niemals einen gesamten Sozialismus. Also, wir reden einfach über den realistischen Zustand. Wir reden immer nur von, beziehungsweise was wir tatsächlich haben, sind Leute, die Länder, die etwas kapitalistischer sind oder sozialistischer sind. Das heißt, es gibt niemals einen ultimativen Kapitalismus, niemals einen ultimativen Sozialismus. Genau, deswegen lass uns da gar nicht krass drauf
lass uns nicht daran aufhalten. Nein, aber wenn, jetzt, weißt du? wenn die jetzt einen freieren Markt dort reinbringen, das heißt, die haben deutschen Unternehmen, gehen nach Afrika, bauen dort irgendwie ein Werk ab, um dort die Rohstoffe auszubeuten, wen stellen die dann ein? Die holen natürlich ein paar Experten aus Europa, aus Asien, aus Indien meistens, aber etliche für die anderen Arbeiten von. Da stellen sie die lokalen Leute ein. Und jetzt überleg mal, welche Möglichkeiten hat der Afrikaner? Der kann sagen, ich gehe zur bösen deutschen oder europäischen Firma. Oder was die Alternative? Er kann auf die Landwirtschaft gehen. Ey, das ist so ein Thema. Also wenn du auf die Landwirtschaft arbeitest, das ist immer die Grundlage dafür, dass... Guck mal, du hast dich gut erklärt, was deine Position angeht. Ich wollte schon vor langer Zeit davon weg, weil es einfach eine sehr, sehr langwierige Diskussion ist, wofür wir einfach in diesem 2-Stunden-Bereich einfach nicht die Zeit dafür haben, alles auszudiskutieren. Gut. So, lass uns ein bisschen zurückkommen nach Deutschland, was auch nochmal ganz wichtig ist. Wir können das ja verknüpfen quasi als Übergang so, weißt du, weil am Ende des Tages wichtig war und interessant war, was du angesprochen hast, nicht nur Wirtschaftsflüchtlinge, sondern es ist ja auch durch viele, viele verschiedene Institute und Statistiken jetzt mittlerweile als Befürchtung steht im Raum, dass es auch bald viele Klimaflüchtlinge geben wird. Dadurch, dass sich, wir wollen jetzt gar nicht darüber reden, über das AfD oder nicht AfD-Ding, wodurch ist der Klimawandel jetzt verursacht, ist es die Sonne oder ist es der Mensch, scheiß mal drauf. Ja? Mhm. Hauptsache, da passieren auf jeden Fall gewisse Dinge, die sind vom Menschen nun mal, die werden nun mal vom Menschen angetrieben, sowas wie die Regenwälder abzuholzen und so weiter. Hat mit Klimawandel nichts zu tun, das hat auch mit Klimawandel, mit der Diskussion an und für sich nichts zu tun, aber es gibt, nicht laut den IPCC-Berichten. Guck mal, das ist nicht der Punkt. Mhm. Wie kommen wir dazu, als Menschen überhaupt sowas akzeptieren zu können, dass wir sagen, Leute, die dort und dort ein Problem haben, ob es Klima ist, ob es Krieg ist oder ob es einfach Angst ist, irgendwie zu sterben, weil man nichts zu fressen hat, dass die dann anfangen zu wandern, das ist doch das Natürlichste überhaupt auf der ganzen Welt, das ist doch schon immer 100.000 Jahre lang passiert. Der einzige Grund, warum das heutzutage verpönt ist, ist, weil Leute einfach ihre Interessen schützen wollen, ihre wirtschaftlichen und ihre Machtinteressen. Okay, pass auf, ich sag dir, ich habe kein Problem mit, wie soll ich sagen, komplett offenen Grenzen, wenn wir den Sozialstaat abschaffen. Aber die Realität ist, wenn wir hier keinen Sozialstaat haben, wissen wir alle, werden wir keine Flüchtlinge oder keine Wirtschaftsflüchtlinge mehr haben. Die kommen tatsächlich, weil es hier kostenlos Geld gibt. Aber wo macht das Konzept der Fremdenfeindlichkeit Sinn? Die kommen doch aber hierher, um hier zu arbeiten. Ja, die meisten kommen doch hierher, ja, um zu arbeiten. Die wollen doch hier, die wollen doch lieber heute als morgen eine Pizzeria. Warum bist du denn hierher gekommen? Warum seid ihr denn hergekommen? Ich wollte gerade das Gleiche fragen. Wolltet ihr ein besseres Leben und hier arbeiten? Oder? Nein, Krieg, Mann. Wir haben 30 Jahre Krieg gehabt. Ja, wir haben auch 20 Jahre Krieg gehabt. Deswegen bin ich auch hier gelandet. Natürlich, natürlich. So. Als ich nach Deutschland gekommen bin. Also du willst ein besseres Leben haben. Deswegen bist du hierher gekommen. Alle wir haben Krieg gehabt. Unterschied zwischen Flüchtlingen, es wird auch nebenbei nach der UN, gibt es bestimmte Kriterien, wann jemand tatsächlich ein Flüchtling ist oder wann er tatsächlich nur ein Einwanderer ist. In dem Fall sind diese Menschen noch nicht einmal legal hier. So, Wirtschaftsflüchtlinge sind keine Flüchtlinge. Es gibt dieses, das ist ein neues Wort, was wir jetzt hier erschaffen haben. Es gibt keine Wirtschaftsflüchtlinge. Es gibt Leute, die vor Verfolgung fliehen können, vor Krieg fliehen können oder vor anderen bestimmten Dingen. Aber man kann nicht davor fliehen, weil, dass man keinen Job bekommt. Ich kann die Sympathie verstehen. Und wenn ich jetzt immer noch in Afrika leben würde, auch jetzt nicht in einem Kriegsland, ich würde doch auch nach Deutschland kommen. Ist doch vollkommen normal, dass ich das machen würde. Ich glaube, ich nehme an, dass jeder von uns das machen würde. Aber die Frage, die ich mir stelle, würde ich mich auf diesen super gefährlichen Weg begeben, wo eine echte Gefahr besteht, dass ich jetzt sterbe, wenn ich wüsste, dass ich dort kein kostenloses nicht einfach Geld geschenkt bekomme? Das ist doch Quatsch. Das ist so ein totaler Mythos. Niemand geht davon aus, dass man hier Geld geschenkt kriegt. Niemand geht hier davon aus. Die Tatsache ist, die bekommen Geld hier. Aber die Leute, aber wie viel denn? Das ist eine krasse Unterstellung, das ist die Motivation der meisten. Gar nicht. Wie viel bekommen? Meine Güte. Willst du hungern oder hier für etwas leben? Also wirklich, die meisten Leute, die hierher kommen, die als Flüchtlinge betitelt werden, kommen hierher, weil sie umsonst Geld bekommen? Die meisten Leute wollen doch ein besseres Leben. Und das Leben hier ist zu 100% besser, wenn du einen kleinen Lohn hast. Dieser kleine Lohn. Und da hat die AfD auch recht. Dieses Gratisgeld, was diesen Leuten da gegeben wird, natürlich macht das die träge und faul. Weil in dem Augenblick, wenn du aus dem Krieg irgendwie abgehauen bist, keine Sozialhilfe für Flüchtlinge. Alleine dieses ganze AfD und Hartz-IV-Programm muss für jeden irgendwie leben. Das ist doch so Bullshit für alle. Das schließt dich und mich nicht aus und den Flüchtlingen auch nicht. Das ist einfach in sich ein behindertes Konzept. Aber hier ist der große Unterschied, warum die AfD da Probleme hat, ist, hier hast du Leute, die nie in dieses System reingezahlt haben. Und auf einmal bekommen die das Geld. Ja, aber das ist mein Problem mit der AfD. Weil am Ende des Tages habt ihr dort für jeden irgendwie einen da hingestellt, der genau diese Punkte, die auch wirklich tatsächlich real existieren, für sich selbst benutzt, um Marketing zu machen. Das bedeutet, wenn du jetzt eine große Gruppe hast, ja, die zum Beispiel befürworten würde, so wie ich, dass ALG IV und Hartz IV und so weiter total kontraproduktiv ist, auch in Bezug auf Flüchtlinge, dann bin ich ja schon wieder konform mit der AfD-Agenda. Auf der anderen Seite habt ihr da irgendeinen Politiker, der die ganze Zeit von der NWO redet, von der New World Order und so weiter. Ja? Dann habt ihr dann die Verschwörungstheoretiker-Fraktion, die da auch so, warte mal,
mal ganz kurz. Es sind so wählfaule Leute. Es sind Leute, die niemals wählen würden. Und es kommt mir einfach nur so vor, als wenn für jede dieser Fraktionen irgendwie so ein Pressesprecher bei euch installiert ist, der die alle abholen will. So, also nach dem Motto, aus den ganzen kleinen Krümeln machen wir einen großen Kuchen. Und es scheint ja auch zu funktionieren. Weil ich meine, am Ende des Tages, seid doch mal ganz ehrlich, wie viele Nichtwähler habt ihr denn innerhalb der letzten Wahl? Am meisten. Unglaublich viele, Nichtwähler. So, das sind halt, aber das sagt doch etwas aus. Das sind doch die politikverdrossenen Leute, das sind die Leute, die Angst bekommen haben, was ihre Existenz angeht, weil das sind ja nicht die alten Weißen, sondern das sind ja die Leute, die selbstständig sind oder die Angestellte sind und so weiter im mittelständischen Bereich, die Löhne bekommen, die einfach Angst haben, in Zukunft könnte mir das irgendwie abstreitig gemacht werden. Es sind Leute mit Ängsten, die da eingesammelt werden. Ist das falsch, wenn ich das sage? Dass also laut Studien kommen unsere Wähler tatsächlich aus allen Schichten, wirklich zum Teil Unterschicht, Mittelschicht und sogar Oberschicht. Woher aber kommt der größte Teil? Der größte Teil sind doch so die Normalverdiener, die Durchschnittsverdiener. Ja, genau. Das ist ja genau bezeichnend dafür. Das ist doch genau bezeichnend für wofür, das, was ich sage. Wofür genau? Na, in dem Augenblick, wenn ich Angst weil das heißt ja, die AfD wird? Ist ja die alte weiße Herrenpartei oder sowas. Irgendwie sowas, ne? Stimmt ja gar nicht, weil die Alten wählen euch doch gar nicht. Ja, gerade Thüringen hat man es ja eindeutig gesehen. Die Wähler waren jung. Verschüsse. Genau, waren jung und männlich. Weil die natürlich, was ja vollkommen verständlich ist in der Situation, die wollen ja auch eine gewisse Zukunft auch haben. Und die Sache ist die, ein Sozialstaat kann natürlich nur funktionieren, wenn man mehr Menschen hat, die einzahlen als rauszahlen. So, es muss mathematisch einfach tragbar sein. Nein, das meine ich aber gar nicht. Ihr habt einfach nur die Leute abgeholt, quasi, die rumgelegen haben und die einfach keinen Bock mehr auf Politik gehabt haben, weil sie so scheiß enttäuscht waren. Weil sie sich belogen fühlen. Die meisten haben wir tatsächlich von der CDU. Ja, aber das Ding ist halt, euer Fraktionschef war 40 Jahre CDU-Politiker. Natürlich. Euer Kern kommt aus der CDU und aus der FDP. So, deswegen, wenn man sich mal die AfD anguckt, ihr macht zwar auf Alternative, aber an und für sich sehe ich die CDU nicht hatte doch, die ich CDU sehe nicht viel Alternative bei der AfD. Ich sehe einfach nur, die CDU hatte das größte Problem im letzten Wahlkampf klar zu machen, dass sie eigentlich schon die Politik der AfD umsetzt. Das war das größte Problem. Du musst nur in Deutschlandfunk morgens anhören, der Pressesprecher der Union, wir machen doch schon alles, was die AfD macht. Das ist ja genau das Problem. Die Alternative existiert überhaupt nicht. Ihr seid nicht revolutionär. Ihr seid für mich genauso wie die anderen Parteien auch. Es ist wirklich genau der gleiche Wein in neuen Schläuchen, nur ein bisschen radikaler formuliert. Aber das Interessante an der ganzen Sache ist also im Endeffekt bist du halt gegen diese politische Korrektheit und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ihr seid einfach nur provokant. Ihr wollt einfach nur diesen Neusprech, ja, das ist euer eigentliches Problem. Das ist das, was ihr euch am meisten aufgeilt. Wir haben ein großes Problem mit Internationalismus. Das ist ein ganz großes, oder Globalismus. Damit haben wir ein ganz großes Problem. Ah, jetzt plötzlich kein Weltmarkt mehr, oder was? Ich rede nicht von Märkten, ich rede davon von Zentralisierung, von politischer Macht. Ich bin dafür, dass wir, ich bin Brüssel. Ja. Das ist einer der Hauptgründe, warum es auf die Aber, geht. Europäische Wohlstand. Aber wo sind eure und wer hat denn Brüssel gemacht? Das war doch Deutschland. Aber wo waren denn diese Leute? Auf, nicht die AfD. Aber wo waren denn diese Leute? Wo waren diese Leute, die jetzt die AfD gerade quasi, also die Repräsentanten in hohen Rängen, wo waren die denn die letzten 40 Jahre? Waren die da auch immer gegen den Globalismus? Waren die die ganze Zeit auch gegen alles, wofür die jetzt gerade stehen? Sorry, das Wort Globalismus war in dem Kontext falsch, weil sonst könnte es wirtschaftlich verstanden werden. So war es nicht gemeint. Auch die Machtzentralisierung. Ja, was ist damit? Eure Führungspositionen, die in der FDP und in der CDU gechillt haben die letzten 40 Jahre, waren die letzten 40 Jahre auch dagegen und haben dafür sich eingesetzt? Ich habe keine Ahnung, ob die sich vorher dafür eingesetzt haben oder nicht. Die Sache ist, die 40 Jahre nehmen, so lange gibt es noch nicht die EU. Die Sache ist die, dass die EU mehr oder weniger... Aber das Konzept der Zentralisierung gibt es länger als 40 Jahre, das meine ich nur. Nicht auf EU nicht wirklich, beziehen. Die EU gibt es seit 92. Deswegen, wir reden nicht über die EU. Ja genau, aber die ist eben einer der Hauptgründe, warum es die AfD gibt. Warum heißen wir denn überhaupt Alternative für Deutschland? Weil die Merkel sich dahingestellt hat, diese Euro-Rettungspolitik ist die einzige Möglichkeit. Die ist alternativlos. Es ist alternativlos, wir müssen den Milliarden geben. Dann hat Bernd Lucke gesagt, gut, wenn die meint, es wäre alternativlos, wir sind die Alternative für Deutschland. Deswegen wurde die Partei gegründet, weil wir gesagt haben, von wegen, nein, es kann nicht sein, dass wir einfach den Griechen, die sich so verschuldet haben, dass wir denen einfach Milliarden geben müssen, um die zu retten. Warum nicht Eigenständigkeit für die und Eigenständigkeit auch für die Deutschen? Aber wo kommt das her jetzt, dieses so, wir sind die Alternative auch für die Niedrigverdiener und für die Ausgegrenzten? Was macht ihr denn genau jetzt wirtschaftlich gesehen und so weiter für die Rentner und für die ganz Armen? Pass auf, wir sind die was einzige, unterscheidet euch da? Wir zum Beispiel, wie ich bereits vorhin gesagt habe, sind die Partei, die die Mehrwertsteuer senken will, was natürlich drastische Folgen haben wird für die Leute. Das heißt, die Lebenshaltungskosten werden dadurch günstiger. Ich weiß, aus dem linken Spektrum mag man es nicht, weil die Leute eher den Staat finanzieren wollen, anstatt dass der Bürger mehr Geld in der Tasche hat. Und Unternehmen werden höher besteuert? Genau, und das ist der große Unterschied.
Sorry, wenn ich das einfach so pauschal gesagt habe, aber aus dem linken Spektrum sage ich jetzt mal, um es richtig zu sagen. Ich bin für Enteignen. Ich bin nicht mal mehr für Steuern. Ich bin für Enteignen. Jesus fucking Christ. Richtig, richtig. Demokratie. Meine Kette darf ich behalten, Steiger, wa? Ja, natürlich, selbstverständlich. Das ist ja kein Eigentum. Eigentum ist ja, wenn du andere Leute für dich arbeiten lässt, das, was du als Ausbeutung bezeichnet hast, ist ja auch richtig. Wenn du andere Leute für dich arbeiten lässt, deren Arbeitskraft ausnutzt, um dann selber teure verkaufen zu können. Das ist Ausbeutung. Ganz klassisch. Oh mein Gott. Okay, das heißt. Nehmen wir an, du machst einen Laden auf, okay? Du machst jetzt einen Laden auf, was auch immer du verkaufst, was. Ich brauche einen Job. Und denk mir, ich brauche einen Job. Der hat einen coolen Laden, ich gehe zum Bilash. Ey, hast du einen Job für mich? Du stellst mich ein. Bilash. Bilash. Du tötest ihn gerade. Wir sind nicht in Amerika. Ich habe echt gedacht, ich habe es schon gelesen, deswegen. Das ist mein echter Name, mein gebürtiger. Bilash. Alter persischer König, 2500 vor Christus. Persisch. Ich finde es immer so geil, die meisten Iraner sagen Persien. Nein, das war ein persischer ich glaub's, König. Ich glaube, es hieß damals Persien. Deswegen sage ich alter persischer König. Zu seiner Amtszeit. Bilash. Bilash. Ade. Arisch. Nein, ich meine Ade. Komm von da. Du bist Arisch. Arisch. Ich war bei Ancestry.com und habe meine DNA testen lassen. Dass du Perser bist. Nein, ich bin wirklich eigentlich ein Nachfahre. Eine Kasache. Ich bin tatsächlich ein Blutsnachfahre Cyrus des Großen. Derjenige, der die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft befreit hat. Okay, ganz kurz, lass mich zu dem Beispiel zurückkommen. Zu 110%. 110 sogar? Ich muss irgendwas mit Al-Qaida zu tun haben, irgendwie, wa? Da steht immer Akkuladen auf dem Handy. Ah. Okay, pass auf, nehmen wir an, du hast jetzt einen neuen Laden auf und ich sag mir, hey, ich möchte bei dir arbeiten. Du bist nicht gezwungen, von niemandem wirst du gezwungen, mich einzustellen. Aber du brauchst die Arbeitskraft von mir. Und ich brauche das Geld von dir. Hast du mich jetzt ausgebeutet, wenn ich den Job mache, wie du von mir erwartest, weil du es nicht alleine machen kannst? Genau, das ist ja meine Frage. Ihr kommt jetzt wieder zu eurem Punkt wieder zurück, der aber meine Frage nicht beantwortet. Wo ist die Alternative für die Rentner und für die Armen? Weil das ist halt, wenn ich den Wirtschaftsflügel der AfD mir betrachte, wozu du dich selbst fühlst oder dazugehörig auch selbst bekennt bist, so, da frage ich mich dann, wieso wird diese Frage so selten klar beantwortet? Ja, weil ich sag's ganz offen, wir haben jetzt zum Beispiel, was jetzt Renten angeht, ist ein Riesenfiasko, was wir in Deutschland haben. Ging halt in den 60er Jahren schon los mit. Und das große Problem hat nicht mal mit den Linken gestartet, muss man hier sagen. Es hat nicht mit der SPD gestartet, es hat mit Konrad Adenauer gestartet, als er das größere Rentenpaket hier erlassen hatte und gemeint hatte, Kinder bekommen müssen die Menschen sowieso, also können wir die Renten darauf aufbauen, dass die nächste Generation für die anderen einzahlt. Was problematisch war, vor allem dann später aufgrund des demografischen Wandels, den wir erlebt haben. Und vor allem ist es wirtschaftlich nie rechenbar gewesen. Aber ich muss ganz offen dazu sagen. Also dafür braucht man zum Beispiel Einwanderung. Ja, genau, das ist ganz wichtig. Das ist, unter anderem ist das ja auch eine Begründung. Wie viele sind das zurzeit? 300.000, die fehlen pro Jahr? Was meinst du? Facharbeiter, damit das hier mal richtig vorwärts geht. Da gibt es auch eine Statistik von, ne? Ja, okay, aber ist das richtig oder falsch? Sind die vom Fach? Macht das alles die Leute, die kommen, Sinn. Sind das Facharbeiter? Leider, ich frage nur rein theoretisch. Ist das ich weiß nötig? Nicht, ich weiß nicht. Okay. Ich ganz nein, dann nimm die Kohle in die Hand, bild sie aus oder sonst irgendwas. Ach, nimm die Kohle in die Hand. Was, das bringt doch überhaupt nichts. Du merkst gar nicht, wie radikal du unterwegs bist. Doch, ich merke, wie radikal ich unterwegs bin. Ich sage, in diesem System funktioniert es überhaupt also nicht. Systemsturz. Genau. Aber wie, okay, dann lass Demokratisierung von wirtschaftlichen Verhältnissen, Demokratie, echte Demokratisierung, Basisdemokratie schließt ökonomische Demokratisierung mit allen Punkten. Also in deinem demokratischen System darf ich auch alle enteignen. Ich darf kein Eigentum haben. Eigentum in der Form nicht, dass du andere Leute dafür arbeiten lassen kannst. Musst. Darfst. Okay, das heißt, Leute, die jetzt jahrelang eine Firma aufgebaut haben. Genau, okay. Aufgrund von Zwangsarbeit, irgendwie Familie Quan zum Beispiel, ja. Viele Zwangsarbeiter im NS-Staat gehabt, heute noch Haupteigentümer von BMW. Ja, okay. Enteignen. Okay, was ist, wenn mit den Eigentümern oder beziehungsweise mit den Unternehmern, die jetzt keine komische, dubiose Vergangenheit hatten, die jetzt ein Familienunternehmen sind, aber die etliche andere Leute angestellt haben? Enteignen? Ja. Du weißt, wie radikal das ist. Pass auf, wenn ich arbeite, wenn ich irgendetwas mache und das, was ich erarbeitet habe, nicht mir gehört, pass auf, ganz kurz, wenn das dann nicht mir gehört, wenn ich, was ich erarbeitet habe und du es mir wegnimmst, dann habe ich für dich gearbeitet. Was haben denn dann die bin Erben, ich dein Sklave was haben, gewesen. Was haben denn die Erben gemacht? Was haben was gemacht? Also, was haben die Erben dafür erarbeitet? Ich kann meinem Eigentum machen, was ich will. Ja. Ich kann mit meinem Eigentum. Wer bist du? Dass du mir einfach mal das, was ich erarbeitet habe, weg. Hey, warum soll ich für dich arbeiten? Wir erarbeiten das. Nein, warum soll wir ich für dich arbeiten? Erarbeiten diesen Reichtum. Diesen Reichtum, diese Gesellschaft. Arbeiten wir alle zusammen. Nein, tun wir nicht. Natürlich, selbstverständlich. Nein. Und deshalb ist auch deine Prognose irgendwie so, man muss rausgehen, um zu arbeiten. Natürlich stimmt das überhaupt nicht. Du musst erstmal jemanden finden, der dir Arbeit gibt.
in diesem System. Und diese Arbeit gibt es nur, wenn es sich für den lohnt. Deshalb gibt es überhaupt Arbeit. Und deshalb ist dieses ganze Wirtschaftssystem für einen Arsch. Okay, weil alles dafür getan wird. Nein, das ist schwer zu klären. Weil alles dafür getan wird, um aus Geld mehr Geld zu machen. Das ist der einzige Grund für dieses Wirtschaftssystem. Und das ist das große Problem insgesamt global. Deshalb gibt es Kriege, deshalb gibt es Ausbeutung, deshalb gibt es Hunger, deshalb gibt es Not. Deshalb gibt es diese ganze Scheiße und deshalb muss es weg. In welchen muss Ländern? Radikal machen, warte mal, guck mal, jetzt bevor du. Moment, ganz kurz. Das ist eine sehr interessante Diskussion, aber wie gesagt, ich muss die teilweise, weil ich sehe, dass es hin und her gehen würde jetzt, ja, muss ich jetzt einfach mal sagen, wir haben halt einfach die Zeit dafür nicht. Aber ihr habt beide. Du hast ja deine Position, hast du erklärt. Ja, du hast deine Position erklärt, so, weißt du, vielleicht nicht ausführlich oder wie ihr das gerne hättet, aber dafür bräuchte man eine Stunde länger. So, das, darum geht es einfach nur. Was ich jetzt nochmal zum Abschluss auch gerne nochmal ganz kurz klären würde, wie sieht es aus mit der Ausländerfeindlichkeit deiner Partei? Wie ist da deine Position dazu? Also wenn du dich dort wie bei diesem Steuerung F-Ding da irgendwie in die Menge reinsetzt und 1, 2, 3 Deutschland rufst, ist dir da klar? Weißt du, warum ich das gerufen habe? Ja, also provozieren und hast du ja selber gesagt. Auf, das ist was passiert. Aber warte. Ich habe die Frage ist doch nicht gestellt. Warte mal. Die Frage ist eine andere. Die Frage ist einfach nur, ist dir bewusst eigentlich, dass diese Leute, dass die da keinen Unterschied machen zwischen einem Ausländer, also die Leute, die da um dich herumstehen und 1, 2, 3 Deutschland mitmachen, Lügen, Presse und so weiter. Du siehst schon an der Einstellung, aber du siehst auch teilweise an der Demografie und so weiter, wie die eingestellt sind. Da gibt es sehr, sehr viele Rechtsextreme. An der Demografie? Ja. Was meinst du damit? Also wenn's halt, wenn man sich den Ort einfach anguckt, da gibt es halt einfach Tendenzen. Es gibt halt gewisse Orte, da gibt es halt Bereiche, da gibt es halt einen großen Anteil an zum Beispiel Neonazis in bestimmten kleinen Kaffs und so weiter und so fort. So, ja? Okay. Und man weiß auf jeden Fall, dass aus strukturell schwachen Regionen im Osten vor allem halt eine große Front der Wählerschaft der AfD halt herkommt. So, ist dir mal in den Kopf gekommen eigentlich, dass das genau wahrscheinlich die Leute wären, die dich an den Baum hängen würden, wenn das System jetzt durchkommt und die an der Macht wären? Weil das ist denen wahrscheinlich scheißegal, ob du Moslem bist oder nicht, deine schwarze Hautfarbe und dein Immigranten-Hintergrund. Glaubst du das wirklich? Ich bin 100% davon überzeugt. Das heißt, nehmen wir rein hypothetisch. Du glaubst, AfD, wenn die an die Macht kommen würde, würden sagen, so, jetzt packen wir alle Neger ein oder packen jetzt also hier Leute wie mich ein. Ja, die Rechtsradikalen auf jeden Fall machen keinen Unterschied, was sie den Religionsfaktor angeht. Genau, das ist ein große Problem. Du siehst die AfD als rechtsradikal. Nein, aber ihr habt sehr, sehr viele Wähler aus den Kreisen. Ah, okay. Pass auf, wir haben Wähler. Ihr seid doch demokratisch. Also wenn die euch wählen, dann sind die ja eigentlich diejenigen, also ihr, die meisten die ermächtigen euch ja quasi. Ihr sollt ja in deren Interesse handeln. Die meisten haben wir von den Nichtwählern, das hast du ja auch vorhin schon gesagt. Dann haben wir die meisten tatsächlich von der CDU. Okay? Wir sind die einzige Partei, die eine so lange Liste hat, also wo wir immer abklären müssen, ob die Leute aus irgendeinem Spektrum kommen. Nee, jetzt sag mal direkt, du weißt doch ganz genau, dass viel Ausländerfeindlichkeit in euren Reihen stattfindet, was eure Wählerschaft angeht, oder nicht? Das hast du doch selbst bestimmt mitbekommen, wo du hin und her gereist bist durch die kleinen Ostdörfer und so weiter. Genau, das aber jetzt überleg mal. Jetzt ist da so ein schwarzer Typ, okay? Der sagt denen von wegen, wirtschaftlich gesehen funktioniert das Ganze nicht oder ähnliches. Der Typ war jetzt, so wie du sagst, die waren jetzt rechtsradikale Nazis oder sonst irgendetwas. Und er lässt sich von einem schwarzen Kerl erklären, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und statt dass er jetzt die NPD wählt, geht er lieber zu einer Partei, die ihn versucht, das wirtschaftlich zu erklären und zu sagen, hey, wenn wir Einwanderung wollen, dann vielleicht nur nach dem kanadischen System, so wie es die AfD will, sprich qualifizierte Einwanderung. Brain Was ist besser? Sprich, ja, man kann das auch noch besser machen, aber darüber könnt ihr das wahrscheinlich nicht versprechen. Was ist denn besser, wenn er jetzt tatsächlich die NPD wählt oder sich von einem Schwarzen überzeugen lässt, eine Partei zu wählen, die nicht radikal ist? Die Ideologie und die fehlende Intelligenz dieser Gruppe, die dort gestanden hat, die konnte man teilweise an den Gesichtern ablesen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, du wärst der Erste, der am Baum hängen würde, wenn die da durchkommen würden. Weil du bist sehr anti-islamisch eingestellt, bist aber nicht ausländerfeindlich, weil es ja per se nicht geht, weil du selbst ein Ausländer bist. So, wenn du jetzt auch noch auch bei anti-islamisch muss ich eigentlich da eine Bremse einziehen. Es gibt bestimmte Dinge des Islams, womit ich kein Problem habe. Der Islam, der ist so vielfältig, der ist so bunt. Und es gibt, wie kann man überhaupt eine Religion ein Problem haben? Ja, ich meine, wenn man jetzt mal die Inquisition und die Kreuzzüge sich anguckt. Verstehst du, weil ich meine beste Beispiel, oder? Können wir darauf eingehen, wenn du gerne willst. Pass auf. Es gibt doch in jeder Religionsgemeinschaft, so habe ich die Menschlichkeit empfunden, in jeder Religionsgemeinschaft, in was jede Hautfarbe angeht, Landeskategorie etc., gibt es immer Arschlöcher und Gute. Genau. Immer. Okay. Pass auf, beim Christentum ist es tatsächlich so, es gab, vor allem die Kirche, die hat natürlich schreckliche Dinge gemacht. Du hast eben gerade die Inquisition erwähnt, war natürlich schrecklich. Du hast die Kreuzzüge erwähnt, müssen wir natürlich davon sprechen, welche tatsächlich. Gab ja mehrere und Großteile von denen waren Verteidigungskriege. Wissen viele nicht, weil Fernsehen, Hollywood. Okay, die andere Sache ist aber auch die, das Christentum selbst, du kannst damit schlimme Dinge anstellen, wenn du es pervertierst. Beim Islam. Was ist dann deine Einstellung zum Vatikan? Ganz kurz. Weil du redest ja vom Christentum und Perversion, dann muss man ja den Vatikan wahrscheinlich nennen, mit den ganzen Kindesmissbrauchsvorwürfen und so weiter.
Auch das Kopftuch, das kommt doch auch aus dem Christentum. Das gab es ja vorher schon. Das gehen wir jetzt die Nonnen jagen, machen wir also auch nicht, oder? Das gab es auch schon im Judentum. Ist ja alles klar. Man muss auch überlegen, das kam ja aus einem zeitlichen Kontext. Okay, Frauen damals mussten sich ja auch in gewisser Weise schützen. Deswegen hat er ja auch gesagt, von wegen, wenn wir beim Kopftuch bleiben, ey, liebe Frauen, ihr müsst euch bitte bedecken, weil es ja eine Schutzfunktion sei. Ihr seid sonst zu erregend für die Männer und die Bösen, die aus einem anderen Dorf kommen, könnten euch wegnehmen. So, was ich ja verstehen kann. Aber in der heutigen Zeit würde es ja suggerieren, dass wir die Frauen irgendwie nur als Objekte sehen, was wir nicht tun. Und gleichzeitig würde es bedeuten, dass Männer auch noch, wie soll ich sagen, keine Kontrolle über sich selbst haben, wenn sie eine Frau ohne Kopftuch sehen. So ist es aber nicht. Diese ganze Kopftuchregelung, die es im Islam gibt, ist auf der einen Seite sexistisch, gleichzeitig gegenüber Männern und Frauen auch noch. Das macht keinen Spaß. Und es stellt auch gleichzeitig den Status der Frau dar, weil sie auf ihre Sexualität reduziert wird. Das Kopftuch. Aber hier in Deutschland ist das nicht relevant. Im Iran hast du nicht die Möglichkeit, also im weiten Teil. Ja, versuch mal deinen Kopftuch rauszuziehen, du weißt, was. Ja, aber meine Mutter läuft ohne Kopftuch, darum kein Mensch sagt was. Tut mir leid, aber die war jetzt vor zwei Monaten da. In Teheran, da wo ich herkomme, da leben 20 Millionen Leute, das ist der zentrale Punkt. Lass mich mal ganz kurz sagen, was ich damit meine. Ich selber bin nicht für das Kopftuch. Okay. Also ich bin auf gar keinen Fall für eine Kopftuchpflicht oder für einen Kopftuchzwang. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass ich begreife, hier in Deutschland ist das kein Thema. Das könnten wir über den Iran könnten wir diskutieren, ja. Mhm. Aber die Leute, die hier rumlaufen, die Frauen, die hier ein Kopftuch tragen, die sind zu über 90% einfach nur überzeugt davon, weil es ihrer Religion einfach ist. Was ja auch gut ist, was auch deren nicht gut ist, aber was ja auch deren gutes Recht ist. Und in dem Augenblick, wenn die aber hierher kommen, sagen wir mal Gastarbeiter aus der Türkei, die hierher geholt wurden, um dieses Land aufzubauen und das halt zu ihrer Religion, zur Traditionsstruktur gehört und die das ganz freiwillig machen, wer seid ihr denn, dass hier kommt und sagt, das dürfen die nicht? Das sagen wir gar nicht. Warum sagt man sowas wie Kopftuchmädchen überhaupt vom Parlament? Warum wird das dann so ein großes Problem? Weil wir nicht eine, und ich sage wieder das Wort, weil wir nicht eine tatsächliche Islamisierung wollen. Wir wollen nicht, dass die Kultur, dass die islamische Kultur im Westen dominant ist. Und ich sage jetzt meinen Sinn. Okay, ich bin aber nach diesem dominant. Aber nach diesen Flüchtlingsströmen von heute ist die Statistik ungefähr 8,5%, wie der islamische Anteil sein müsste im Jahre 2050. Was meinst du, wo ist da die Bedrohung? Pass auf. Ich verstehe das gar nicht. Warum fühlt ihr euch bedroht von einer Islamisierung? Und was bedeutet das überhaupt? Weil die Kultur, die islamische Kultur, gewisse Gefahren tatsächlich mit sich birgt. Das tut sie tatsächlich. Wie kannst du das belegen? Guck dir alle Frauenhäuser an. Wie viele deutsche Frauen siehst du da und wie viele Frauen aus irgendwelchen... Du siehst in den deutschen Regionen nur deutsche Frauen in Frauenhäusern. Ist ja wohl klar, du musst wo die gerade sind. Ich kann sie ganz direkt sagen. Gerade wenn wir bei... Was sind das für Statistiken? Also die würde ich gerne sehen. Die sind natürlich rassistisch, willst du mir sagen? Nein, ich kenne die einfach nicht. Wo sind die? Also ich kenne die. Die sind von etlichen, tatsächlich von linken Organisationen, von feministischen Organisationen, selbst denen fällt auf, dass ein richtig großer Teil von Leuten mit Migrationshintergrund, also in Beziehungen, dass die Gewaltprobleme tatsächlich haben. Das ist doch absoluter Schwachsinn. Das ist doch genauso wie mit dieser Messersache. Willst du mir erzählen, dass Kriminalität oder Gewaltkriminalität in allen Gruppen gleich vertreten ist? Das liegt einfach nur an der Armut. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Wenn du in einen armen Bereich gehst, ja, und ich war in vielen, da merkst du auf jeden Fall, dass die Kriminalitätsrate steigt, dass die Gewaltbereitschaft steigt und so weiter. Das ist halt einfach mal, das kann man nicht wegdiskutieren. Also kennst du Geschichten aus der deutschen Unterschicht? Hol mal in Dahlem da irgendwo, weißt du, wo es allen gut geht und wo es ganz wenige Ausländer gibt und so, hol mal da die Messer-Stories raus. Na klar gibt's die da nicht so viel. Die gibt's da wahrscheinlich eher in Neukölln. Aber das ist halt auch so eine Sache. Es gibt aber ganz viele Regionen. Es gibt aber ganz viele Regionen hier in Deutschland, wo es überhaupt gar keine Ausländer gibt und da gibt's auch voll viel Gewalt und Messer, Attacken, Waffen etc. Geht ihr zu den Hells Angels und macht da ein Fass auf? Pass auf, geh mal. Oder was macht ihr? Geht doch mal zum Hells Angel Charter und macht dem mal die Hölle heiß, weil die Waffen und Granaten haben. Pass auf, und das ist ein ganz großer Unterschied. Natürlich gibt es Kriminalität von Deutschen. Wer sind wir, dass wir so... Ja, die meisten kriminellen Handlungen kommen von Deutschen, weil die meisten Deutschen hier existieren, weil es ein deutsches Land ist. Wir sind unter 10% überhaupt mit der Kanackenquote hier drin. Wie sollen das überhaupt gehen? Wenn es Ballungsgebiete gibt, wo Kanaken halt konzentriert sind wie in Neukölln, dann ist es klar. In den Regionen, wo viele Kanaken sind, da ist die Kriminalität unter den Kanaken groß. Ja, da wo es viele Deutsche gibt, da ist dann die Kriminalität unter den Deutschen groß. Das ist doch normal. Okay, aber es liegt eher an Armut und an Struktur. Nein, ist es nicht. Deutschlandweit ist es tatsächlich so, dass Migranten oder Leute mit einer Migrationshintergrund weitaus häufiger vertreten sind, prozentual, was die Gewaltkriminalität und auch andere kriminelle Dinge angeht. Das kannst du in den Gefängnissen sehen. Aber sei mal ganz sehen. Ehrlich, das ist doch jetzt eine Sache, die sich jetzt aufbauscht. Dadurch, dass die Flüchtlingswelle und so weiter hier stattgefunden hat. Das war doch vorher nicht der Fall. So. Es gibt sogar Studien, die auch die Regierung damals schon gemacht hatte, muslimisches Leben in Deutschland und auch andere Studien, wo sie festgestellt haben, dass sie schon in der Familie ganz anders erzogen werden als der Otto und der Hans. Wer macht denn so eine Studie, bitte? Was meinst du? Was ist das für ein Schwachsinn? Wie werden die denn erzogen? Was wird denn da gesagt? Sei gewalttätig? Das ist jetzt Teil unserer Kultur. Nein, die schlagen die.
Die schlagen die. Ach so, und mehr. Die Deutschen, die schlagen ihre Kinder nicht. Prozentual weitaus seltener. So. Ich habe das anders erlebt. Jetzt will ich aber, kann das sein? Darf ich auch ganz kurz mal was sagen? Ja, nur ganz kurz. Worauf willst du denn da hinaus? Wen willst du denn noch alles abschieben? Wen wollt ihr alles rausschmeißen? Wen wollt ihr alles? Nein. Irgendwie. Wir sagen, weißt du, das sind Leute, da redest du ja jetzt über Bestandsbevölkerung. Da redest du ja über Leute, die in Deutschland geboren sind. Ich sag, dass ich die abschieben will. Ich sag, dass deren Kulturen, dass die Probleme aus den Kulturen mitbringen. Und jetzt sollen wir vor diese Leute leben. Haben in sollen wir jetzt noch mehr hier diese rein? Leute diese leben. Kulturen. Wir auch, wir Iraner? Du bist ein Individuum. Nein, jeder ist ein Individuum. Die Menschheit gibt so oft. Wenn du Leute massenweise reinbringst, dann bringst du natürlich einen gesamten Kulturumstamm auch mit sich. Willst du dann... Komm, die Welt gibt so oft, wie es Menschen gibt. Ich will nur zum Islam, aber ganz kurz auch, ich folge euch die ganze Zeit. Aber ich muss echt sagen, ich habe den Islam angenommen. Mich hat es friedlicher gemacht. Ich habe ein besseres Verhältnis zu Frauen. Du bist gläubig, du bist konvertiert. Ich bin Moslem. Ich rede darüber ganz selten, aber wenn es jetzt, weil das auch so, das ist so interpretierbar und das kann man nicht pauschalisieren. Das ist Wahnsinn, was du da gerade machst. Ich habe vorher noch gesagt, es ist vielfältig, der Islam. Der Islam ist bunt. Und er hat auch, du redest die ganze Zeit, die haben diese Kultur, die werden so erzogen, Ich sage sogar, es kommt prozentual bei denen häufiger vor. Ich sage, die sind prozentual häufiger im Gefängnis bei Gewaltverbrechen vertreten, die sind prozentual. Bist du kriminell, Homie? Nein, bin ich nicht. Aber du bist ja auch ein Beispiel, dass auch ein Flüchtling kam und nicht kriminell wurde. Du bist ja genau das Beispiel, dass auch nicht so ist. Die Mehrheit der Flüchtlinge sind nicht kriminell. Nur mal so. Das weiß ich. Aber prozentual gesehen sind die weitaus häufiger vertreten bei bestimmten Dingen. Die sind häufiger vertreten, wenn es darum geht, Sozialhilfe zu bekommen. Die sind häufiger vertreten, weil sie aus der Armut kommen. Nee, die kommen vor allem aus dem Krieg. Ja. Es gibt ganz viele Leute, die kommen eben nicht hauptsächlich aus dem Krieg. Aber auch wenn sie nicht aus dem Krieg kommen, sondern Wirtschaftsflüchtlinge in Anführungsstrichen sind, mach das erstmal. Warst du schon mal an so einer Grenze? Warst du schon mal monatelang unterwegs? Ich habe 2 Fluchtversuche hinter mir. Hör mal ganz kurz zu. Ich bin mit 3 Jahren das erste Mal geflüchtet, war 6 Monate lang. Du bist ja aus dem Iran. Ja, deswegen. Genau, Irak wahrscheinlich. Ja, klar, aber der Weg ist der gleiche für alle. Vollkommen berechtigt. Der Weg ist aber der gleiche. Das geht darum, welche Erlebnisse du überhaupt sammelst und was dich überhaupt ausmacht als Mensch, wenn du erstmal durch solche traumatischen Erlebnisse erstmal durchgehst. Ja. Davon hast du wahrscheinlich gar keine Ahnung. Du bist sehr jung hierher gekommen, ne? Wie alt warst du? 1. 1. Und wie seid ihr hierher gekommen? War es ein glatter Durchschuss? Seid ihr hier direkt gelandet mit dem Flugzeug? Natürlich nicht. So, was ich jetzt einfach nur sagen will damit, ich habe halt 6 Monate Flucht hinter mir, als ich 3 Jahre alt war. Hat nicht geklappt, muss ich zurück in mein Land. In der Türkei hängen geblieben und so weiter. Okay. So, mit 5, 6 ungefähr hat es dann nochmal geklappt, da wurde ich geschmuggelt in einem Flugzeug. Alleine. Ja? Also, meine Eltern haben aber einen ganz anderen Weg, einen viel schwierigeren Weg, vor allem meine Mutter, durch die Berge, gegen Vergewaltiger, Wölfe und so weiter, alles ankämpfen, was da so am Start ist. An Grenzen erstmal hängen bleiben, überhaupt keine Perspektive zu haben und zu denken, dass dein Leben bald enden wird, ist halt einfach eine Realität. Mhm. Aber vor allem aus einem Gebiet zu kommen, das total zerstört ist, ob das wirtschaftlich oder kriegsbezogen ist, hat halt eine gewisse Auswirkung auf die menschliche Psychologie und so weiter. So, und deswegen darf man immer nicht verschweigen, dass die Leute, die herkommen, eventuell wirklich einen Knacks in ihrer Birne haben, aber wo kommt das her und wo wurde es produziert? Die Vereinten Nationen, besteht die Möglichkeit, dass sich das Machtgefüge dort auch langsam verändert. Jetzt gibt es China, sind glaube ich über 1 Million Menschen, Muslime, sind dort ein Konzentrationslager. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst, die dort festgehalten werden. Und die sollen dort umerzogen werden, weil Islam dort noch viel radikaler verboten ist. Schlimm. Du weißt, ich habe ein Problem, ihr wisst jetzt alle hier, ich habe zwar ein Problem mit dem Islam, aber auch nur mit den radikalen Elementen. Wenn wurde dir was angetan damals, als du klein warst, von irgendwelchen Islamisten? Ich sage gerade nur mit den radikalen Elementen. Nein, ich meine nur, es muss ja irgendwo herkommen. Ich frage jetzt wirklich tatsächlich, wirklich ganz im Ernst. Wurde dir irgendwas angetan, deiner Familie irgendwas? Gab es irgendeinen historischen Hintergrund in deinen eigenen Kreisen, der dich zu einem anti-islamischen Mensch geformt hat? Okay. Ist dir irgendwas passiert? Wenn du mir jetzt sagen willst, dass du mit dem Aspekt des Islams, den radikalen Aspekt, den ich schlecht finde, bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich dir aufzähle, wirst du die auch schlecht finden. Bist du für Kinderehen? Nein, du wirst mir genauso sagen. Bist du dafür, dass Leute für Allah irgendwie Leute umbringen werden? Nein, bist du auch nicht dafür. Verstehst du mich? Bist du dafür, dass du sagen kannst, wie soll ich sagen, für viel Ehe, dass meine... Das ist eine Pauschalisierung. Okay, aber die meisten Muslime hier in Deutschland Ich habe keinen mit der Kinderehe gesehen in meinem Leben. Zu 100% richtig. So. Aber ist es so bei den Leuten, die hier massenweise herkommen, genauso? Natürlich ist es bei denen genauso. Nein. Ganz viele... lieben diesen Hedonismus, den es hier gäbe, diese Freiheit, die es hier gäbe. Ja, frag mal Anis Amri, ob er es genauso gesehen hat. Mann, Anis Amri ist ein Geheimdienstmann gewesen. Im Endeffekt ist er sogar, hey. Hast du mal Koran gelesen, Homie? Hast du den Koran gelesen? Ey, ich muss jetzt leider. Ich habe viele Aspekte gelesen. Ich muss jetzt leider an dieser Stelle sagen. Markus was sagen, bitte. Dass ich weg muss. Ich muss auch weg. Ey, es war so spannend, die Zeit ist weggeflogen. Ja, und ganz ehrlich, ich fand es echt eine spannende Diskussion.
Du bist als weder als Feind hierher gekommen, noch wirst du als Feind hierher von hier weggehen. Das ist erstmal meine Position. Das ist das, was ich mit Austausch meinte. Am Ende des Tages muss man sich nach einem Austausch auch überhaupt nicht einig sein. Ist meine Position, ja. Trotzdem finde ich, Alter, ist das alles echt nach guten Kriterien verlaufen. In dem Augenblick, wenn wir von diesem Tisch aufstehen können, dass Markus zu seinem Termin geht, ich zu meinem, du zu deinem und wir haben uns die Fresse nicht eingeschlagen, dann kannst du weiterhin für dein Ding kämpfen und deine Ideologie weiterhin vertreten. Das ist gar kein Problem. Wir werden das für uns auch so tun und vielleicht ist es einfach ein Zeichen dafür, was eigentlich am allerwichtigsten ist auf dieser Erde, dass die Leute einfach begreifen, dass man nicht eine totalitäre Meinung zu vertreten hat. In dem Augenblick, wenn du selbst der Meinung bist, dass deine Meinung die einzig wahre ist und alle anderen sind falsch, ja, dann bist du das Problem. Du kannst deine Meinung haben, du deine, ich meine, am Ende des Tages kann man trotzdem geteilter Meinung sein, trotzdem friedlich sein und trotzdem immer noch gucken, dass man irgendwie an dem Voranschreiten dieser ganzen Sache arbeitet. In dem Augenblick, wenn du niemanden wehtust, ja, oder du niemanden wehtust und du niemanden wehtust, was natürlich sehr pauschal ist, weil man kann auch indirekt wehtun, indem man zu falschen politischen Fraktionen gehört und so weiter. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber der wichtigste Aspekt der ganzen Sache ist einfach nur, wir treffen uns hier, haben unterschiedliche Meinungen, wir reden darüber, du gehst hier raus und gehst hier unverletzt raus. So, und ich gehe hier raus und ich gehe unverletzt raus. Das ist nicht normal, wie du weißt, Markus, heutzutage gibt es auch oft, vor allem auf der Straße gibt es öfters mal Sachen, die eskalieren, wenn es mal um Politik geht und Religion, deswegen ist es im Hells Angels Chapter verboten, dass man solche Sachen beredet, weil es gibt Mord und Totschlag. Verstehst du, was ich meine? Mord und Totschlag ist das Wenigste, was wir brauchen auf dieser Welt. Mord und Totschlag ist das, was überhaupt diese ganzen Konflikte und so weiter überhaupt immer noch am Leben erhalten kann. Solange es keine Einigkeit gibt und solange alle immer weiter differenziert, also getrennt werden, dass jeder in seiner Ecke sitzt, Hauptsache gegeneinander und Divide und Impera findet statt, ja, solange wird es auch niemals irgendwie eine Einigkeit finden. Und deswegen bin ich kein großer Fan, auch von deiner Partei, muss ich offen zugeben, weil es zu einem politischen System gehört, das auf Konflikten aufgebaut ist. Ihr werdet euch im Parlament nie einig sein. Nie. Es wird immer Gegenpole geben und wenn gerade die Gegenpole klein sind, dann werden sie kreiert, so wie eure. Meine Meinung. Muss nicht so sein. Wir sind eine gesteuerte Opposition oder wie? Was war jetzt? Ihr seid nicht mal Opposition. Ihr seid einfach nur Teil des Spiels. Ihr seid genauso wie alle anderen auch. In dem Augenblick, wenn ihr euch klar distanziert von gewissen Sachen, hauptsächlich von Kriegsführung, dann kann man vielleicht darüber reden. Aber solange das nicht stattfindet, spielt ihr euch alle die Kugeln hin und her. Zurzeit ist die Sache, die das versucht, die AfD sich erst einmal versucht, auf Deutschland zu konzentrieren. Ich denke, das ist auch das, wofür der deutsche Staat die Aufgabe hat. Der deutsche Staat hat hauptsächlich die Aufgabe, wirklich darauf zu achten, dass der Deutsche geschützt ist natürlich. Der deutsche Bürger. Welcher Deutsche? Natürlich jeder deutsche Bürger. Mit Pass? Nee, muss nicht unbedingt ein Pass sein. Natürlich. Sondern? Wer ist Deutscher? Deutsche. Das ist ja eure. Warte, ist das klären, wir, das klären wir beim nächsten Mal. 1, 2, 3 Deutschland, wir sind raus hier. Ja, kurz, wo die Kamera aus ist, Bilesch. Hast du dich jetzt vorhin angegriffen, wo ich kein Acker gesagt habe? Mal ganz ehrlich. Nee, gar nicht. Okay. Wenn ich mich angegriffen fühle, dann hau ich dich. Oder zieh mein Messer. Dann hau ich dich mit meinem Kopf durch. Irgendwas mache ich schon.